Blasterfeuer. Ein Krachen. Schreie. Irgendetwas stimmt nicht im Inhaftierungsblock AA-23. Die grauen Wände der imperialen Zellen erbeben und sie splittern. Wo eben noch tödliche Gewissheit herrschte, rauscht ein Hauch einer neuen Hoffnung durch die Luft. Hoffnung auf ein Entkommen aus dem tödlichsten Gefängnis der weit, weit entfernten Galaxie. Des Todessterns. Doch Hoffnung allein wird hier und heute unsere Spielerinnen und Spieler Etienne, Florentin, Mel und Valentin nicht retten. Dafür müssen sie ihr Wissen rund um George Lucas Universum beweisen im Star Wars Quiz Adventure. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Star Wars Quiz Adventure Abend auf Rocket Beans TV live am 10.11. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Dass ihr dabei seid. Dass alle dabei sind. Dass du dabei bist. Dass du dabei bist. Dass du dabei bist. Ja, ich bin der Anton. Ich habe die Ehre, heute zum dritten Mal, enfant terrible, diese kleine Rubrik hier auf Rocket Beans TV zurückzubringen. Das Quiz Adventure. Es gab die Ausgabe zu Harry Potter. Es gab die Ausgabe zu Herr der Ringe. Und heute wagen wir uns an das vielleicht größte Franchise, was es auf diesem Planeten zu finden gibt. Das möchte ich aber auf gar keinen Fall alleine tun und deswegen habe ich mir fantastische Spieler und Spielerinnen hier an die Seite geholt. Neben mir ganz rechts, also oder links, je nach Blickrichtung, der Florentin. Florentin. Hallo. Ja, ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der bei allen Quiz-Adventures dabei war. Mhm. Das heißt, ich habe schon das ein oder andere Rätsel geknackt und ich bin sehr gespannt, wie das heute läuft. Bin natürlich großer Star-Wars-Fan, auch wenn ich jetzt nicht alles unbedingt im Kopf habe. Ich bin vor allem Fan dieser etwas obskuren Sachen von Star Wars, also Holiday-Specials, Star-Wars-Detours, die unveröffentlichten, obskuren, heimlichen, peinlichen Sachen finde ich immer ganz interessant. Aber habe natürlich auch alle Filme gesehen, von daher sollte ich hier gut aufgestellt sein. Tja. Ich muss gestehen, da fehlt mir noch ein bisschen was in meiner kleinen Vita. Oh. Ich glaube, die Holiday Specials und sowas, die habe ich noch nie gesehen. Wie sieht das bei dem Nächsten in der Runde aus? Wie ist es bei dir, Etienne? Holiday Special? Ja. Mal im Audioflick überlegt vielleicht? Ja. Oh, die Brille. Nee, also das Hollywood, ich hab, Hollywood Special habe ich irgendwie mal auch nachgeholt, dann auf YouTube oder so. Ich weiß gar nicht, wie das erhältlich war in Deutschland, ehrlich gesagt. Aber du kannst der Regie sagen, das Ende braucht nicht mehr blinken jetzt. Er weiß, das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Naja, ich bin natürlich großer Star-Wars-Fan. Es hängt natürlich immer so ein bisschen damit ab. Ich bin ja noch so, also mein Star-Wars-Wissen ist schon sehr auf die Filmreihe zentriert. So mit dem Extended Universe und den Serien und so kenne ich mich noch nicht so, also mit den Zeichentrick-Serien kenne ich mich nicht so gut aus. Aber ansonsten weiß ich natürlich auch, Luke Skywalker. Schon mal gehört, ja. Han Solo und die anderen. Das kenne ich natürlich alle. Also, ich weiß nicht, ob ich die Rätsel schwer genug gemacht habe, wenn ich diesem Gedankengang zu Ende folge. Wie ist das bei der nächsten in der Runde? Wie ist es bei dir, Mel? Wie oft und wann und welches Star Wars ist es dann? Ja, also allein altersmäßig würde ich sagen, bin ich ja eher mit der Episode 1 bis 3 Trilogie aufgewachsen. Hab auch als Kind irgendwie nicht so richtig verstanden, wie das alles zusammenhing. Hab Luke und Anakin durcheinander geschmissen, aber ich glaube mittlerweile bin ich da ganz gut bewandert. Durfte ja auch zu Obi-Wan Kenobi, zu der Serie, ein Interview führen mit dem Cast, was man sich auf jeden Fall an der Stelle nochmal angucken kann. Und glaube, da habe ich schon ein bisschen Star Wars-Wissen bewiesen. Und hoffe, dass das hier auch heute klappt. Ich mache mir da keine Sorgen um euch. Es ist ein Abenteuer, das kann ich schon mal vorweg schicken, bevor wir gleich zum letzten in der Runde kommen. Das jetzt nicht in die tiefsten Winkel des Star Wars Wikis vorgedrungen ist. Es ist eher so ein, es geht um die Filme, es geht um ein bisschen was von den Live-Action-Serien. Es ist ein bunter Mix, ohne zu sehr irgendwie sich nur auf eine Sache vielleicht eingeschossen zu haben. Apropos eingeschossen, das ist für diesen Mann da an der ganz rechten Seite von mir völlig irrelevant, denn der Helm, egal wie sehr auf ihn eingeschossen wird, wird alles abhalten. Valentin, wie ist es bei dir mit Star Wars? Mandalorian, die Lieblingsserie vielleicht, zufällig? Nein, ich nehme einfach ungeniert meinen Helm ab. Der ist übrigens aus Beskar, sehr wertvolles Material.
Ich bin auch nicht Pedro Pascals Double, falls das jetzt einige gedacht haben. Kann ich sofort verstehen, wie man darauf kommt. Hab ich hier noch falsch stehen. Sorry. Nee, Mandalorian, nicht meine Lieblingsserie. Fand ich aber toll. Gerade die ersten zwei Staffeln hatten wirklich Erzählqualität. Andor fand ich jetzt ganz toll, weil das Star Wars mal von dieser dunklen, ernsthaften Seite beleuchtet hat. Das finde ich eh immer cool, wenn Dinge sich ernst nehmen. Aber ich mag auch den Quatschen im Universum und habe auch den ganzen Zeichentrick- und Animationskram geguckt mit viel Bias. Also erstmal so, oh, das wird bestimmt scheiße. Und dann war es tatsächlich ganz gut. Und mittlerweile mag ich doch das meiste, außer dieses von J.J. Abrams und Co. Aber ansonsten finde ich Star Wars eigentlich ziemlich rund und cool. Und eben auch die ganzen Videospiele, die bieten ja auch sehr viel Lore. Also ich würde mich nicht als Typ mit gutem Gehirn bezeichnen, der sich viel Stuff merken kann. Aber ich glaube, wenn ich was weiß, dann irgendwas über Star Wars-Universum auf jeden Fall. Ich bin gespannt, welchen Charakter ihr jeweils jetzt alle mit in dieses Abenteuer heute bringt. Wir haben jetzt gehört, was eure Hintergründe mit Star Wars so ein bisschen sind, was eure Sehgewohnheiten so ausmachen. Ich würde dann direkt bei dir, Valentin, bleiben, damit du den Helm jetzt nicht sofort wieder aufsetzen oder nochmal absetzen musst. Wen wirst du heute im Abenteuer spielen? Ja, ich bin Val Harris. Mandalorianer und ja, das Imperium hat unseren Planeten besetzt, aber wir sind schon immer ein sehr kriegerisches Volk gewesen, beziehungsweise wir wissen uns zu verteidigen, wir sind ausgebildet in verschiedenen Künsten der Kampf- und Kriegskunst und ja, wir haben seit der Besetzung vergeblich versucht, unseren Planeten zu verteidigen, wobei, was heißt vergeblich? Meine Mitgenossen von meinem Volk sind noch dran, aber wir sind viel in Clans aufgeteilt und leider ist mein kompletter Clan bei diesem Angriff ziemlich ausgelöscht worden. Und dann war ich vor die Wahl gestellt. Kämpfe ich da jetzt diesen großen Kampf, der mich nur noch mäßig betrifft, noch mit? Oder suche ich das Weite und versuche ein zweites Leben in der Galaxie zu finden? Und habe mich dafür entschieden, den Weg des freiberuflichen Kopfgeldjägers zu gehen. Das ist alles schwierig mit der imperialen Steuer gewesen, aber insgesamt habe ich gute Erfahrungen gemacht und hatte einige Jobs auf verschiedenen Planeten, kenne mich mittlerweile gut aus in der Galaxie. Ja, und hatte auch einen wunderschönen Job, wo ich eine wunderschöne Frau fürs Leben, für die ich erstmalig meinen Helm überhaupt abgenommen habe, getroffen. Aber die kann sich ja gleich auch noch selber vorstellen. Sagen, da wollen wir jetzt aber mehr hören. Da wollen wir nicht mehr hören. Ja, also, ich bin Maisa Jalana. Ich bin Politikerin von Alderaan. Und mein politischer Rivale, der hat einen Kopfgeldjäger angeheuert, um mich aus dem Weg zu schaffen. Aber wie ihr seht, ist daraus nichts geworden. Der Kopfgeldjäger sitzt jetzt hier, ist mein Ehemann und mit mir zusammen an diesem Ort, an dem wir jetzt sind, weil wir nun, das war eine wilde Flitterwochenphase, ja, möchte ich es nennen, und wir waren in einer Bar. Auf Niamos, diesem wunderschönen Urlaubsplaneten. Ja, der Party- und Urlaubsplanet, ja. Wer kennt ihn nicht? Also deswegen erblickte mich auch noch in meinem Outfit, das ich immer privat in den Clubs trage und nicht in meiner Rüstung. Ja, und da haben wir vielleicht ein paar ungeschickte Worte über das Imperium verloren. Wir hatten ein bisschen zu viel getrunken und vielleicht war auch ein Killerstick involviert. Ja. Oh, gefährlich. Und dann, ja, ich meine, aber die Stormtrooper, die sehen auch aus mit ihren Masken wie Enten, oder? Das sind Affen. Ja. Das ist unglaublich viel. Okay, es bedarf nicht viel Fantasie, um zu wissen, wie der Abend weitergegangen ist, der euch in Gefangenenblock AA23 geführt hat. Ich bin neugierig, was hat den Charakter, den Etienne mitgebracht hat, in den Gefangenenblock geführt? Ja, hallo, mein Name ist Riss Clito Callahan und ich bin ein Halunke, möchte ich fast sagen, von Coruscant. Ich ich mag eigentlich nur Scheiße, wenn man so will. Ich baue, also ich bin schon von klein auf, war ich verhaltensauffällig, sag ich mal. Ich klaue Fahrzeuge, Vehikel aller Art, ich breche ein, ich veranstalte Partys mit meinem Kumpel, der sich gleich noch vorstellt. Haben wir also wirklich sehr viel schon ausgefressen. Ich bin also überall auf dem Planeten eigentlich bekannt, dass ich ein Troublemaker bin und mein Vorstrafenregister ist so lang wie der Rüssel von Max Rebo. Ist gar nicht so lang der Rüssel, ich habe das nochmal recherchiert. aber ja, Rüssel, ja. Ja, der geht eigentlich nur so. Egal, und ich weiß auch nicht, weil irgendwann wurde ich halt mal erwischt und ich red mich dann wieder raus, dann verrate ich mal zwei, drei Leute, mit denen ich ein krummes Ding gedreht habe, um wieder auf freien Fuß zu kommen, aber irgendwie holt mich die Vergangenheit immer wieder ein und ich bin halt einfach irgendwie ein schwer erziehbarer
Rabauke, möchte ich fast sagen. Aber ich habe einen sehr guten Freund, der auf mich aufpasst, den ich auch immer anstiften kann, der mir hilft in allen Lagen und der kann sich ja kurz mal vorstellen. Ja, da wollte ich jetzt gerade fragen, der sehr gute Freund, wie ist es da? Ja, natürlich, jeder Space-Halunke braucht natürlich einen treuen Freund, deswegen spiele ich heute Dumpy, den Wookie. Meine Familie wurde versklavt vom Imperium auf Kashyyyk. Ich konnte fliehen, bin dann untergetaucht im Untergrund und habe mich an den erstbesten Halunken angehängt, der mit mir zusammen sich durchschlagen will. Wir sind quasi auf uns alleine gestellt und deswegen sehr eng miteinander geworden. Beste Freunde geworden. Und wir haben zusammen einen intergalaktischen Podcast. Genau, wir haben einen intergalaktischen Podcast und in dem haben wir leider auch über das Imperium hergezogen. Ja. Da haben wir natürlich immer mal wieder mit den Zollbehörden. Zwei Folgen abgesetzt. Wie heißt der denn, der Podcast? Podrace. Den kenne ich. Oh. Die sind das. Unglaublich, ja. Die mal treffen. Und dafür wurden wir leider hochgenommen und sind jetzt leider kurz davor. Gut. Eine illustre Runde mit verschiedensten Biografien. Mit Medieneinschlag auch noch obendrauf. Also auch noch Journalisten mehr oder weniger im Gefängnis. Das Imperium schreckt auch wirklich vor gar nichts zurück. Und mit dieser Gruppe werden wir dann gleich in unser kleines Abenteuer hereinstarten. Vorher erkläre ich nochmal für diejenigen, die möglicherweise bei Sendung 3 noch nicht wissen, was das Quiz-Adventure ist, das soll ja vorkommen, was wir hier heute eigentlich grob vorhaben. Es ist eine Verbindung aus Pen and Paper, aus Quiz und aus Escape Game, was wir hier heute bestreiten werden. Unsere Spielerinnen und Spieler werden gleich entlassen in ein Areal, durch das sie durchkämmen müssen und indem sie dann mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert werden, mit Rätseln, kann man tatsächlich so sagen. Es sind Rätsel verschiedenster Art, die entweder zumindest einen Star Wars Bezug haben oder explizit Star Wars Wissen von ihnen verlangen oder die sich durch Star Wars Wissen deutlich einfacher machen lassen. Ihr habt dann die Wahl, verschiedene Gänge einzuschlagen, verschiedene Handlungen zu vollführen, könnt mich fragen, ob ihr was in den verschiedenen Räumen finden könnt und so weiter und so fort. Also eben eine Vermischung aus den drei genannten Kategorien. An dieser Stelle, es ist zwar erst die dritte Folge, aber eventuell gibt es ja noch eine vierte Folge. Und falls ihr die nicht verpassen wollt, möchte ich mal kurz die Chance nutzen und euch bitten, Rocket Beans TV, wenn ihr Lust habt, doch einfach mal zu abonnieren. Dann kommt diese Folge nämlich bequem bei euch auf der Startseite oder in der Amo-Box reingeschwemmt. Und das macht mich als Channel-Manager, der natürlich YouTube-Bezug hat, auch noch mal ganz besonders froh. Ein weiterer Disclaimer, den ich noch dazu senden will, weil Star Wars ist ein sehr empfindliches Thema. Ich glaube, wir könnten die folgenden 3 Stunden auch nur mit der Diskussion über Episode 8 verbringen. Das, was ich hier geschrieben habe, ist ein sehr grob an die Star Wars-Welt rangelötetes Puzzleteil. Also ich möchte deutlich sagen, das ist jetzt nicht mein Anspruch, morgen den Star Wars-Kanon neu zu erfinden oder dass ich jetzt hier nicht irgendwelche Lore-Unwägbarkeiten wahrscheinlich hervorrufe durch das, was ich hier gerade geschrieben habe. Es ist wirklich, es ist was Eigenes, es ist ein bisschen draufgesetzt auf das Ganze und ich hoffe einfach, dass es euch Spaß macht und ihr nicht denkt, was? So spricht man den Druiden aber doch gar nicht aus. Mann, oh Mann, was kann der eigentlich? Was eine berechtigte Frage wäre. Apropos Fragen, habt ihr noch welche? Werden wir zu korallianischen Schiffen auch kommen im Abenteuer? Das will ich noch nicht verraten. Okay. Das will ich noch nicht verraten. Da habe ich keine Fragen. Das war die eine Frage, die du... Ja, das war, brannte mir unter den Nägeln. Ja, okay. Gut. Okay, dann freue mich natürlich wieder, dass ich dich nicht enttäuschen werde. Wir machen noch mal eine ganz kurze kleine Unterbrechung und dann geht es hier gleich los. Herzlich willkommen zurück beim Star Wars Quiz Adventure. Wir sind kurz davor, in unsere
unsere kleine Show, unsere kleine Sendung heute Abend hereinzustarten. Vielen Dank übrigens an Chibo für die Unterstützung bei dieser Sendung hier heute Abend. Bevor wir jetzt loslegen, kurze Rekapitulation nochmal des Cold Openers. Ne? Also wir befinden uns auf dem Todesstern. Ihr seid im Inhaftierungsblock AA23, der manchen vielleicht schon etwas sagt, vielleicht auch manchen nicht. AA23, genau. Und unser Abenteuer... Ist das ein Gefängnisplanet? Unter anderem. Das ist ein Multifunktionsplanet, wenn man so will. Ein Multifunktionsplanet. Ich würde sagen, der Todesstern, theoretisch Podcastraum auch für euch. Wellness. Okay. Holodeck. Mhm. Der Star Trek ist doof, Falsch. Rom, alles ist drauf, was man braucht. Okay, wir fangen an. Es war einmal vor einer langen Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Es ist das Jahr Null vor der Schlacht von Yavin 4. Der Todesstern terrorisiert die Galaxis. Der Senat wurde aufgelöst, die Grand Moffs kontrollieren alles. Die Rebellen kämpfen ohne viel Hoffnung gegen das immer stärker werdende Imperium. Der Imperator ist die unangefochtene Macht. Und die vier Lebewesen, Melsa Yalana, Damba Wapo, Riss Callahan und Vel Harris, sind Gefangene des Imperiums und warten auf der schon genannten schrecklichen Raumstation auf die Vollstreckung ihres Todesurteils. Sie alle sind seit Tagen in der Gewahrsam der Behörden, haben Folter und Leid auf dem Todesstern erlebt und wurden nun gerade erst alle gemeinsam in eine Zelle gesteckt, um dort auf ihr Ende zu warten. Doch als plötzlich vor ihnen im Gang ein Tumult ausbricht, scheint sich ihr Schicksal zu wenden. Es scheint ein Kampf zu toben. Die abgefeuerten Waffen finden ihren Weg in die Wände, Böden und Decken, durchtrennen Kabel und Leitungen, erhitzen Metall und Stein. Die anhaltenden Erschütterungen reißen die vier Gefangenen aus ihrem Betäubungsschlaf. Dampi, du warst als erstes auf. Ich versuche mich zu befreien und die Wände zu zerstören, die angeschlagen sind. Ja, also ihr seid nicht gefesselt, ihr seid in den Raum. Es donnert an den Wänden, ihr merkt, der Tumult wird lauter. Ihr wacht der Reihe nach auf und seht euch dann zum ersten Mal. Dampi, ruhig! Was ist denn? Nein, es gibt keinen Kaffee. Ja, ich weiß, es ist ein großer Raum. Ich soll hier irgendwo eine Kaffeemaschine sein, aber ich habe noch keine gesehen. Ja, die Gitterstäbe. Ach, das ist doch kein Problem. Ich weiß auch nicht. Wir sind ja wieder eingebuchtet worden hier. Wer seid ihr denn? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Hi. Ich bin. Ja, wisst ihr nicht, wer ich bin? Nee. Guck mal ganz genau hin. Die Stimme kommt mir bekannt. Ja, ja, ja. Sag nochmal was. Oh. Der Barkeeper. Nein. Nee, das ist der von dem Podcast. Oh, yes. Hot Race. Den du gern hörst. Ja. Ja, zwei voll. Ja, mein Name ist Riss Clito Callahan. Klar. Das ist Dumpy. Ja. Hallo. Ja, wir sind Melsa und Val. Ja, aber was Hi. Was macht ihr hier? Bist du alleine hier, oder? Nein. Ich bin mit meiner Frau hier. Oh! Aber sorry. Sehr freundlich, dass du dich erkundigt hast. Ja, ich wollte nur wissen. Cool. Hier, ja. Ist ein Mandalorian. Der erste Annäherungsversuch, der mehr oder minder geglückt ist, wird plötzlich unterbrochen. Auf einmal erzittert der Raum wie in der Gewalt eines Erdbebens. Das Licht flackert schneller als je zuvor. Und die anhaltenden Erschütterungen reißen in die hintere Zellenwand ein kleines, passierbares Loch. Ja, ich sehe das Loch. Seht ihr das Loch da? Ja. Aber wo führt das denn? Wo führt das denn hin, das Loch? Kann jemand erkennen, wo es da hingeht? Es ist nicht so einfach zu sagen. Das Blitzen der Lichter und die ersten Kabelstränge. Das sieht ganz schön gefährlich aus, finde ich. So Lichterblitzen und so Strom. Ich würde sagen, also die Lichter der Decke. Von der Körpergröße jetzt die kleinste. Vielleicht willst du als erstes durch das Loch gehen und gucken. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du hast recht, du solltest es machen. Ich mach das. Na, sehr gut. Ja. Also es sieht auch gefährlich aus, aber es ist unser einziger Ausweg. Also wir haben keine anderen Optionen, würde ich sagen. Pass auf dich auf. Sei vorsichtig. Alles klar. Wagst dich langsam vor. Streckst eine Hand aus. Okay, das war jetzt nur für Show, ich kann ja nicht hier. Du wagst dich langsam vor, streckst eine Hand aus und
kannst in diesen Gang eintreten, in dieses Loch. Also ist, deine Hand wird nicht von Elektronik zurückgescheucht oder sonst wie. Du kannst dich da durchquetschen. Okay, ich bin drin. Ist es da sicher? Können wir nachkommen? Ja, also so weit bin ich noch nicht vorgedrungen. Du merkst, es ist recht dunkel, aber es ist schon deutlich, das geht jetzt eine Weile weiter. Ja. Also es ist so wie ein Lüftungsschacht oder sowas. Ich müsste jetzt erstmal 20 Minuten weg und dann wiederkommen. Also ich glaube, entweder... Ja, am besten kommt ihr direkt hinter mir her, dann sind wir, bleiben wir alle zusammen. Ja, ja, ich gehe direkt hinterher. Sehr gut. Mhm. Ja. Mhm. Okay. So, Dumpy, ich würde sagen, du als nächstes, oder? Ja, Chef. Reißt den Haarbüschel aus, sehr schmerzhaft leider. Aber du schaffst es auch in das Loch. Ich kriege rein. Okay, ja dann. Als Vierter komme ich hinterher. Okay, alle seid ihr in das Loch gekrabbelt, in den Gang habt ihr euch reingequetscht. Es dauert eine Weile, wie zu erwarten war, dass ihr vorankommt, aber letztendlich schafft ihr es, während ihr sogar noch so einem brennenden, aber recht überraschend kühlen Panel ausweichen müsst, schafft ihr es in einen weiteren Raum, in den dieser Lüftungsschacht euch so ausspuckt. Da ist quasi auch so ein Loch in der Wand entstanden. Mhm. Und da findet ihr ein bienenwabiges Zimmer vor. Durch den leichten Rauch im Raum erkennt ihr eine Tür zu eurer Linken. Zudem auffällig, es herrscht im Raum ein regelmäßiges Blop, 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 wie so ein Detektor. Blop, Blop. Also wir sind durch ein Loch da rein. Ihr seid und quasi eine Tür. Ihr seid in den Raum reingekommen und seht jetzt den Raum vor euch. Links ist die Tür, durch die man den Raum offensichtlich betreten und verlassen kann. Und sonst sind an den Wänden so ein paar Paneele. Also ihr merkt, da sind Vorrichtungen, Schubladen gleich, dass man was ausklappen kann. Im Boden ist auch eine Markierung. Da kann man wohl was rein- und rausfahren. Aber ist alles verschlossen, stand jetzt. Das Geräusch erinnert mich an einen unnützen Droiden. Man kann nichts aufmachen. Ich versuche Schubladen aufzumachen, oder? Dir gelingt es nicht. Nein, ruhig, Dumpy. Ist halt dieser Raum, die Tür, daneben die Konsolen für die Tür und ansonsten dieser etwas karge, sehr verschlossen wirkende, bienenfarbige. Und die Konsolen für die Tür? Kann man da irgendwas angucken? Guck ich mir an. Okay, du guckst dir die Konsolen an. Du bemerkst erstmal, als du dich der Tür näherst, reges Fußgetrappel herrscht davor. Also ein Entkommen und Gehen. Auf der anderen Seite der Tür. Auf der anderen Seite der Tür, genau. Und ja, die Konsolen, offensichtlich ein Knopf kann die Tür öffnen. Andere Knöpfe kannst du nicht zuordnen. Einer macht die Klimaanlage. Aber naja, bei dem Rauch im Raum schwierig vielleicht. Und ist dir warm? Ja, dann machst du halt an, die Klimaanlage. Ich mach die Klimaanlage an. Sie geht nicht an. Ja, da hast du jetzt auch Pech gehabt. Ganz ehrlich, wir schwitzen alle hier. Unten, können wir sehen, wo der Rauch herkommt? Nicht so richtig. Es scheint mit euch in diesen Raum reingewabert, aber jetzt breitet er sich aus. Aber wird er immer mehr? Also sollten wir uns beeilen, aus dem Raum rauszukommen? Stand jetzt nicht. Also einfach eine Rauchbasis. Was ist das für ein Geräusch nochmal? Dieses, was? Blub, 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 blub. Können wir das orten? Kann man das orten? Es scheint in der Nähe des Lochs zu sein, aus dem ihr gekommen seid. Aber hört ihr das auch, dieses Bob, Bob, Bob? Ja, ja, Bob, Bob, Bob. Ja, ja. Das kommt doch von... Ich gehe da mal hin und guck mir das mal genauer an. In der Nähe des Lochs, aus dem ihr gekrabbelt seid, bemerkt ihr circa auf Deckenhöhe ein kleines Gitter. Da zieht Rauch rein. Also Rauch wird in dieses Gitter eingesogen. Daneben blinkt, unaufgeregt, aber stetig, ein kleines Flammensymbol in Gelb. Daher kommt das Bob, 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 Bob. Auf dem Boden liegt zudem ein Stück Wandpanel, was wahrscheinlich mal vor diesem Detektor gewesen ist. Und was ist da? Was hast du da gefunden? Ja, nur übliche Schutz... Bist du ein... Entschuldigung. Signale. Nur so, keine Ahnung. Wahrscheinlich hier. Guck mal, der Rauch, wird der hier abgesaugt? Mhm. Oder? Ja. Was ist das? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, ist das... Also... Ein Lüftungsschacht vielleicht? Das Geräusch kommt mir so bekannt vor. Es ist sehr klein, also es ist wirklich nur so ein... Da passt nicht mal ein Maus-Droide richtig durch. Das Geräusch kommt mir bekannt vor. Ist auf dem... Ist da irgendwas abgebildet? Ein Symbol oder... Eine Flamme. Oh, vielleicht ist dieser Rauch entzündlich. Oder... Das ist eine sehr gute Idee. Vielleicht probierst du es mal, ihn anzuzünden.
Ja, leider haben sie mir alle meine Raketen und meinen gesamten Anzug abgenommen. Ich habe nur meinen Helm und dort ist nichts dran. Hat jemand ein Feuergerät? Moment. Bevor wir hier irgendwas anzünden, ja? Also der Rauch ist schon noch so auch um uns rum. Ich würde ungerne in Flammen stehen. Melsa, ich war angezündet, als ich dich das erste Mal sah. Also, können wir Plätze tauschen? Ja, also ja. Bitte darum. Was ich dich fragen wollte, ja. Dampi, stehst du noch bei der Tür eigentlich? Ja. Okay. Weil da wird dir aufgefallen sein, dass noch Notfalltüren auf Standby, Hitzelage moderat unten an der Konsole prangt. Hitzetüren auf Standby? Notfalltüren auf Standby, Hitzegefahr moderat. Was? Du trinkst nur noch Hafermilch? Chef, die Türen sind auf Standby. Die Türen sind auf Standby, ach so. Vielleicht machen wir den alten Gefangener-Wookie-Trick. Ihr habt mich gefangen. Der klappt immer. Aber die sehen doch selber aus wie Gefangene. Ja, das ist ein Problem. Wir bräuchten... Keiner von uns sieht aus wie eine Wache. Nee. Hast du was? Du siehst aus wie ein Stormtrooper. Ja, aber tragen die neuerdings solche Party-Outfits? Du siehst auch aus wie ein Stormtrooper, ganz weiß. Ja, aber wir haben... Kommen wir überhaupt durch die Tür durch? Also selbst wenn wir das jetzt machen, was du vorschlägst, würden wir überhaupt durch die Tür durchkommen? Also hier ist ein Knopf für auf. Aber wir müssen davon ausgehen, dass da unendlich viele Truppen sind, die uns eingebuchtet haben. Willst du wirklich das Risiko eingehen? Ich habe keinen Blaster. Wir haben keine andere Wahl. Das ist ein gutes Argument. Also wir können ja mal probieren, die Tür aufzumachen. Ich würde aber abwarten, erstmal horchen, dass gerade niemand vorbeiläuft. Sehr gut. Ja. Ihr wartet auf einen stilleren Moment, drückt auf den Knopf, es passiert nichts. Die Tür lässt sich so... Gut, dass wir gewartet haben. Hämmer gegen die Tür. Das bringt doch jetzt auch nichts. Stimme. Was ist da denn? Psst. Willst du, dass die uns hier finden, oder was? Nein, Dampi, das sind doch nicht unsere Freunde. Die stecken uns direkt wieder in die nächste Zelle rein. Sind doch gerade erst entkommen. Aber warum öffnen sich die Türen nicht? Vielleicht hat das was mit diesem Blinken und der Feuerflamme zu tun. Vielleicht... müssen wir erst den Raum runterkühlen, bevor wir die Türen öffnen können. Das klingt gar nicht so blöd. Ah. Nur wie können, also, ne? Notfalltüren auf Standby, Hitzelage moderat. Könnte das heißen, also, dass die Notfalltüren sich in dem Fall öffnen, indem die Hitzelage sich erhöht? Ah, das also, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, was ich denke, aber... nur einer von uns vieren ist wirklich heiß. Ich kann das übernehmen. Hey, ich mach nur Spaß. Ich respektiere das heilige Gelübde der mandalorianischen Ehe. Ja, aber es ging ja nur darum, dass ich mit meinem Charme die Tür öffne. Wie soll das denn gehen? Hast du meinen Spiegel geguckt, Junge? Ey! Ich hab nur Spaß. Setz den Helm wieder auf. Das sind doch diese Komiker aus dem... Ungebildete Nervierten. Jetzt reicht's aber mal langsam. Und wenn wir den Schacht zuhalten? Ja. Den Schach? Den Schacht zuhalten. Welches Schach? Schacht. Schacht. Ah, den, wo jetzt gerade der Rauch und die Hitze abgesaugt wird. Den möchtest du zuhalten, ja? Dann wird's heiß. Ja, ja. Kannst du das zuhalten? Du hast die größten Hände von uns. Ich halte den Schacht mit beiden Händen zu. Ja, ich könnte tatsächlich. Noch. Oh, das reicht. Die Anzeige springt nach einer kurzen Zeit auf Rot und es öffnet sich eines der Wandpaneele und ihr nehmt etwas heraus, was ich euch jetzt geben werde. Und zwar, Entschuldigung, ist es Kaffee? Findet ihr ein Modell? Ich kann es nicht haben, ich halte ja die hinzu. Nehmt heraus ein Modell, das offensichtlich einem Planetenmodell gleicht. Mhm. Ganz zu linken befindet sich, habt ihr ja da auch, eine leicht erhöhte Stange. Darauf ist ein sehr heller, kleiner Planet abgebildet, den ihr schnell identifizieren könnt als eine Versinnbildlichung des Galaxiszentrums. Also ist das der hier drauf muss, oder ist da einer noch ein anderer abgebildet? Nein, das ist richtig. Mhm. Das habt ihr schon instinktiv richtig gemacht. Okay, das ist das... Auf den weiteren Stangen befinden sich 5 Kugeln. Könnt ihr jetzt drauf tun, müsst ihr aber nicht. Und diese haben, wie ihr seht, eine unterschiedliche Farbe. Und die sind schon drauf?
Die stehen da drauf in einer random Reihenfolge. Also diese Kugeln sind eigentlich hier drauf. Genau. Ja. Okay. Könnt ihr schon mal da draufpacken, wenn ihr möchtet. Ja. Die eine Kugel ist grau mit kleinen feinen Linien drauf. Könnt ihr sie vielleicht einmal hochhalten, die betreffende Kugel, genau. Oh Gott, jetzt fallen sie wieder alle runter. Die grau mit kleinen feinen Linien. Das ist die, oder? Das ist richtig. Ja, das ist grau, ein C ist darauf eingraviert. Das ist jetzt, ne? Ein C ist darauf eingraviert. Eine ist blau mit kleineren grau-weißen Flecken darauf. Der Helm eines Klonsoldaten. Moment. Befindet sich. Welche? Darauf. Wie sind die Flecken? Die sind so. Also ist der. Ist der hier. Das ist der blaue, den ihr da habt. Der andere blaue. Der ist ja auch irgendwie genau. Blau. Okay. Ja, da kommen wir jetzt aber zu. Moment, also auf dem ist ein C. Auf dem ist ein C eingraviert. Und auf dem ein Helm? Ein Klonhelm. Mhm. Einer gleicht einem feurigen, ja, einem feurigen Ball. Das Symbol einer Burg ziert ihn. Genau. Welche Farbe? Rot. Hm? Rot? Ein feuriger Ball. Okay, Farbe feuriger Ball. Eine besteht aus großteilig blauen Flächen mit größeren, grüneren Bereichen darauf. Mhm, ja. Eine kunstvolle Krone. Ja. Ein Rot ist darauf abgebildet. Einer ist völlig gelb und ein Musikinstrument ist darauf eingraviert. Ja. Das ist das Planetenmodell. Meint ihr, wenn wir dieses Modell lösen, dass wir dann hier weiterkommen? Vielleicht geht dann eine Geheimtür auf, so wie dieses Wandpanel gerade. Aber woher soll die Tür wissen, was wir da machen? Also ist das verbunden mit irgendwas? Es wirkt wie eine technische Konstruktion, ja. Mhm. Ich habe eine Idee. Ich nehme die rote Kugel. Mhm. Und werf sie mit voller Wucht gegen die Tür. Gut, Dumpy. Es macht Gong. Und von draußen wieder. Aber was ist denn hier? Mitten in der Nacht. Ich nehme die Kugeln alle an mich, damit das nicht nochmal passiert. Also, Dumpy, du willst dann weiß ich nicht weiter. Direkt verraten, oder was? Das hören die doch. Das hören die doch. Also, wir haben den Buchstaben C, einen Klonhelm, eine Burg, eine Krone und ein Musikinstrument. Und also, eben die Markierung für Galaxiszentrum. Ich nehme an, dass wir die Planeten in der Reihenfolge anordnen müssen zu nah am Galaxiszentrum und weit entfernt. Das heißt, wir müssten als erstes mal überlegen, um welche Planeten es sich hier handelt. Ich habe schon eine Vermutung. Schlauer Vorschlag. Ja. Die mit dem C. Das könnte Coruscant sein. Mein Heimatplanet. Erkennst du ihn? Der ist schon recht grau. Das ist eindeutig Coruscant. Ja. Da wohne ich. Guck mal hier. Hier. Und hier hatte ich mein erstes Eis. Oh, okay. Ja, das will ich gar nicht wissen. Aber hier übrigens, ne, das ist hier am Nordkugler Kern wirklich sehr guten. Ja, ist jetzt ja auch mal gut. Scheidungsrichtung. Was? Ist auch mal gut jetzt. Also wir müssen uns ja auf das ja alles konzentrieren und also, aber ist der denn ist die Oberfläche des Planeten auch grau oder nur die Ummantelung, die Bebauung? Wie sieht denn die Erde auf deinem Heimatplaneten aus? Wie sieht die Erde auf meinem? Also die organischen Grundmaterialien. Naja, das, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Also, so oft war ich noch nicht auf der Erde. Wir sind meistens oben in der Luft, in den Wolken. Ja, okay. Also ganz selten da unten, aber es ist also ganz normaler Boden, wenn du das wissen willst. Grau? Auch? Gut, das reicht mir. Wollen wir den vielleicht mal auf diese Stelle hier setzen? Ich glaube, Coruscant ist ja so ziemlich am Mittelpunkt. Ja. Du bist doch viel rumgereist, mein Schatz. Ja, ich habe mir nur nicht genau gemerkt, wie weit die Sonnenabstände waren. Ah. Das brauchte ich bisher nicht in meinen Aufträgen. Ja. Hätte ich mir das mal gemerkt. Okay. Ich würde ihn mal da lassen, an der Stelle. Der grün-blaue Planet mit der Krone erinnert mich persönlich doch sehr an meine Heimat. Oh. Alderaan? Ja.
ist wirklich ein wunderschöner Planet. Ich habe da auch einige Immobilien. Oh ja, die sind sehr ja schön. Die sind ja. Das ist unsere Altersvorsorge, die Immobilien. Eben. Auf Alderaan. Ich habe ja keinen Heimatplaneten mehr, also der ist nicht so toll. Ja, ja, das sieht so aus, stimmt, ja. Mhm. Aber der ist nicht so nah an, am Zentrum. Naja, und vor allem, was hat eine kunstvolle Krone, vielleicht wegen eurer Monarchie dort? Ja, genau, die Monarchie, ja. Da gibt alles sehr viel Sinn. Ja, ja. Nun, und der ist ja auch habitabel, der könnte so in zweiter oder dritter Reihe ja sein. Glaub ja, ich auch. Ich würde ihn erstmal vorerst. Ach, das ist nicht Sinn, wir müssen einfach ausprobieren. Einfach verschiedenen Varianten. Oh, das kann man auch durchmachen. Ja. Aber ich habe noch eine Idee. Ja? Und zwar der gelbe mit Musik steht da drauf. Oder ein Musikinstrument. Tatooine. Ja, ich kenne da so eine sehr bekannte Band, die auf Tatooine manchmal auftritt. Ja. Lad die mal in euren Podcast ein. Oh. Gute Idee, ja. Ja, wir sind auch Musik interessiert, auf jeden Fall. Ja, aber der ist auf jeden Fall sehr weit weg vom Zentrum. Okay. Ich weiß nicht, ob wir noch einen finden, der noch weiter weg ist. Aber ich würde ihn erstmal da platzieren. Wir können ja noch umarrangieren. Naja, also der Klon will ja sich immer alles irgendwie einfach erklären, aber das System ist sehr weit draußen. Ja. Der Planet müsste ja nah an der Sonne sein, weil der ist ja doch recht warm. Nein, aber das ist ja nicht die Sonne, das ist das Zentrum des Planeten, mein Schatz. Der Galaxis. Ja, genau. Oh, dann, es ist nicht die Sonne, es ist das Zentrum der Galaxis. Entschuldige, ich habe Zentrum der Galaxis, die ihr Home Sweet Home nennt. Okay. Okay, genau. dann haben wir noch das total Sinn. Offensichtlich Kamino. Ja. Wegen dem Klonhelm. Ja. Der Wasserplanet, deshalb so schön blau. Ja. So. Der ist aber auch. Ist weit weg, oder? Ist der weit weg? Ich habe keine Ahnung. Woher soll man denn die Distanz? Also ich glaube, wenn wir jetzt. Ja. Der ist irgendwo mittendrin. Nur ist der schwer zu finden, weil der irgendwie. Er hat nicht so gute Koordinaten, die sind nicht so gut hinterlegt. Ja, das stimmt. Dann würde ich vielleicht erstmal. Wohl. Wird erstmal die beiden nochmal tauschen. Warte, könnten die, guck mal, seht ihr, dass die Höhe dieser Stangen komplett unterschiedlich sind? Oh. Das ist doch kein Zufall. Vielleicht sagt das was über die Größe aus. Du meinst, dass sie am Ende eine Linie ergeben, wenn wir die großen Planeten auf die niedrigen Stangen und die kleinen? Das ist die gleichen Kugeln. Ach so. Ja. Nur Coruscant ist größer. Aber nette Idee. Ich denke nochmal drüber nach, aber es scheint eher eine Beschaffenheit dieses speziellen Modells zu sein. Wird dann schnell klar. Sehr gut. Dann haben wir noch den roten mit der Burg drauf. Das ist der Planet von Vader. Ja, der ist ja so Lava, ne? So ein Lava-Planet. Wie heißt der noch? Mustafa. Ja. Korrekt. Ich lese Zeitung. Ich lese Zeitung, Leute. Das ist ja sehr gebraucht. War Dumpy. Ich hab doch gesagt, ich bin schlau. Du hast gesagt! Ich würde Mustafa erstmal hier hinsetzen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das nicht vielleicht mit Tatooine getauscht werden muss, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Passiert was, wenn ich den letzten Planet da hinsetze? An dem Panel, wo ihr das Modell rausgenommen habt, geht ein Licht an. Oh. Ich fahre an das Licht. Das Licht ist ein helles Licht einfach nur. Aha. Wie viele Lichter gibt's denn? Das ist ein großes Kreisrundes, was quasi gut zu dem Standfuß passt, den dieses Planetenmodell hat. Also im übertragenen Sinne. Euer Modell, mit dem ihr hier arbeitet, nicht. Aber das ist quasi der Sockel davon. Okay. Welche Farbe hat das Licht? Es ist bläulich hell. Okay. Was macht es? Gut. Und es ist genauso groß wie der Standfuß. Gutes Zeichen. Können wir den Standfuß anheben? Also ihr habt, ne, die Klappe öffnete sich. Ihr habt es rausgenommen, bearbeitet. Mhm. Und jetzt geht an der Klappe, wo ihr es rausgenommen habt, ein Licht an, was so groß ist wie der Standfuß. Ah, wollen wir es vielleicht mal zurück in seine vorgesehene Halterung tun, wo wir es her haben? Das wollte ich auch gerade sagen. Auf den Standfuß. Ja. Ich hatte exakt den gleichen Gedanken. Wir sind uns sehr ähnlich in vielen Punkten. In manchen bin ich ein bisschen besser. Nur, dass ich gebunden bin und sie nicht. Ja. Okay, dann packen wir das wieder rein. Ich stelle es zurück und ein da ertönt. Ah. Also deren Farbe. Okay. Dann würde ich den Konzept verstehen. Genau, tauschen mal erstmal die beiden. Da. Wo ist denn noch gleich Kamino? Das ist nicht so weit draußen, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Na, gute Frage. Wie soll man das ist man ja auch nie. Ja. Da hatte ich auch bisher nichts.
Welche gehört? Okay, aber vielleicht muss Kamino doch weiter raus. Vielleicht tauschen wir Kamino und. Und wer sagt Und wer sagt eigentlich, dass Vaders Residenz da so weit draußen ist? Das ist ja schon weit. Wie ist das denn in echt, wenn ein Planet aus Wüste besteht? Ist er dann eher nah an der Sonne oder es ertönt ein bestätigendes Geräusch? Ja, ich weiß, ich habe das gut gemacht. Danke, Dampi. Wird akzeptiert. Und an der Wand gegenüber der Tür, also Tür links im Raum, Wand gegenüber, öffnet sich die Wand. Fällt auseinander. Zweilagig. Einmal ein typisches Panelmaterial und dahinter ein sehr, sehr helles, sehr eisern, metallschweres aussehendes Material. Eine Tür öffnet sich entsprechend, ein Durchgang. Da gehen wir rein, oder? Ja, wir sollten also, da vielleicht mal durchgehen jetzt, oder? Der Rauch wird auch ein bisschen stickig hier. Ihr lauft auf den Durchgang zu, schreitet hindurch und ein dunkler Korridor führt euch in schwarze Ferne. Auch die Wände des Ganges, in dem ihr gerade steht, sind aus einem dunklen Stein. Nach wenigen Schritten geht die Tür, die ihr gerade gekommen seid, wieder zu. Und rund um euch herum entzündet sich Licht. Mit einer mattrötlichen, flackernden, mysteriösen Art. Schwer zu sagen auf jeden Fall, was ihr da genau vor euch habt. So einen Raum habt ihr bisher noch nicht in eurem Leben gesehen. Etwas sehr, sehr Bedrückendes. Ihr steht, das seht ihr dann langsam, nachdem die Lichter angehen, in einer Art T-Kreuzung. Rund um euch herum der schwarze Stein, ab und an unterbrochen von kleineren Scharten und Einlassungen, in denen die Lichtquellen unter anderem dann stehen. Und von der Kreuzung ab führen 7 Gänge. What? Oh. Von der T-Kreuzung? Ab, ja. 7 Gänge. Einer ist... Vor uns? Einer ist vor euch und 3 sind an den jeweiligen Seiten der Kreuzung. Ah. Aber das ist doch kein Tee. Ja, das ist tatsächlich ein Tee, weil da ist so ein kleiner Korridor, Verengungsbereich. Der trennt das dann ab. Also das Tee ist quasi aus einem Guss und dann ist der Hauptweg, der euch gerade ausführen würde, der es sonst zu einem Plus machen würde, der ist so ein bisschen verengt. Ein mandalorianisches Tee. Also ungefähr. So sieht das gut aus. Ah, jetzt erkenne ich das. Ja. Mhm. Wow. So sieht es ja aus. Nun, Nerd. Aber sehr gute Orientierung. Keine frühkindliche Erziehung. Das sind 7 Möglichkeiten, 7 Richtungen, die wir gehen können. Geradeaus, 3 links, 3 rechts. Genau. Genau. Geradeaus ist auch ein Licht an. Ich sehe so ein bisschen schemenhaft erahnen lassen. Da geradeaus ist ein Licht. Sollen wir da das mal von dem Licht folgen? Naja, aber das könnte uns auch zeigen. Weißt du, vor irgendwelchen Überwachungsmechanismen oder vielleicht steht da hinter dem Licht ja ein Soldat. Wir sollten uns vielleicht nicht direkt offenbaren. Aber ich habe auch keinen besseren Vorschlag. Also Dumpy hat gerade gesagt, er würde auch auf jeden Fall geradeaus gehen. Ja, dann geht ihr doch mal vor. Wir warten kurz hier hinten, gucken, ob... Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Ja, genau. Ja. Alles klar. Ihr geht den zentralen Gang weiter und kommt vor einer Wand zu stehen mit einem nahezu runden Torbogen. In der Mitte ein gewaltiges, nach vorne ragendes, schwarzes Tor. In dessen Zentrum wiederum ein roter Spalt. Da überlagen offensichtlich die Türpaneele. Und an den Seiten seht ihr 6 dunkle, aber doch trotzdem erkennbare Lichter, die auf dieser Tür eingelassen sind. Und der Torbogen. Die Lichter sind aus. Die Lichter sind alle aus. Ah, Dumpy, ich habe eine Vermutung. Wir müssen alle Lichter anmachen, damit sich diese Tür öffnet. Kannst du mal kurz draufhauen? Ich hau drauf auf das Licht. Es flackert kurz auf, aber geht sofort wieder aus. Ja, ich hab's doch gesehen. Das ist wahrscheinlich ein Kurzschluss. Ich mein Blaster doch nur. Okay, vielleicht in den anderen Räumen. Wir gehen zurück und erzählen das den anderen. Da seid ihr schon wieder. Ja, ich hab rausgefunden, dass da eine Tür ist.
Also mit Dumpy. Und noch was, irgendwas anderes? Ja. Ja, da sind so Lampen, so 6 Lampen. Ja, die sind alle aus. Mhm. Ja. Ja, 6 Lampen. Ah, so wie die Gänge hier, ne? Hier sind ja auch 3 Gänge dort und 3 Gänge dort. Oh ja, das passt irgendwie. Ja. Das wären ja auch 6. Ja. Tatsächlich. Dann sollten wir vielleicht einfach mal einen dieser Gänge entlang gehen. Ja. Ich gehe vor nach rechts und von den rechten nehme ich den obersten. Also Schatz, du gehst alleine oder? Ihr könnt mitkommen. Wir lassen uns als Gruppe da. Ja. Okay. Die ganze Gruppe geht in den besagten Raum. Ihr betretet den Gang und bemerkt, wie sich schon nach einer Biegung der vorherrschende schwarze Stein aus der T-Kreuzung zurückzieht. Aus dem dunklen Stein wird ein Sandstein. Das Licht gleicht einem blassen Tageslicht. Die komplette Umgebung verändert sich im Prinzip. Ihr geht noch eine weitere Biegung umher und steht in einer Werkstatt. Mittendrin. Um euch herum stapeln sich Kisten, es ragen Kabel aus Metallhaufen. Das Material wirkt teilweise uralt, was ihr da vor euch auf dem Boden herumkrebsen seht. Es ist auch keine imperiale Technik, es ist keine republikanische Technik, es ist also irgendwas dazwischen und auch nichts davon. Und mitten in dem Durcheinander seht ihr eine Werkbank, einen Computer, 3 Druiden und 3 Druiden-Ladestationen. Also, das sieht ja hier aus wie in einem teuterischianeren Schlafzimmer. Boah, hier riecht's nach Arbeit. Ja, ich weiß, ich hasse auch Arbeit. Ja, habt ihr Erfahrung mit Arbeit? An so einer Werkbank oder so? Ja, nicht wirklich. Also, wir haben eigentlich immer versucht, das Geht zu vermeiden. Das kann ich nachvollziehen. Tatsächlich. Und die Druiden können ja arbeiten. Dafür sind ja eigentlich Druiden da. Stimmt, ne? Ja. 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 Geh zu dem Druiden. Wollen wir die mal aktivieren? Ja. Zum ersten Druiden und hau drauf. Arbeite! Sehr gut, Dumpy. Der Druide trotz deiner offensichtlichen Wut, die normalerweise immer hilft, bewegt sich leider überhaupt nicht. Das gibt's doch nicht! Alle deine Talente klappen heute nicht! Das ist wirklich schade. Du bemerkst allerdings spätestens durch den Schlagabtausch mit dem Druiden, es handelt sich dabei auch um eine Art Baukasten. Also es sind keine fertig ausgefeilten Druiden, sondern es ist ein Basissatz, und auf jedem dieser 3 Basissätze sind verschiedene Merkmale zu finden. Könnt ihr euch das vorstellen? Merkmale? Ja, also es gibt quasi bei dem einen, ich kann es auch, ja, da kann ich jetzt dazu kommen, euch die Druiden einmal zu beschreiben. Die haben alle eine ähnliche Basis, einen ähnlichen Torso, also einen ähnlichen Grundkörper, dann aber verschiedene Merkmale. Der eine Druide hat 3 sehr markante, weit auseinanderliegende, geschwungene Standfüße, die in einem zentralen Bauteil enden. Geschwungene Standfüße? Mhm, also zentrales Bauteil und dann abzweigend 3 Füße. Füße oder Beine? Beine. Ohne Füße. Ohne Füße, genau. Sie enden in so spitzen Klauen, kann man sagen. Mhm. Das ist der erste. Der zweite Droide besitzt einen auffälligen Kopf. Er sieht aus wie ein Kegel, nur dass der Kegel oben nicht spitz endet, sondern abgeflacht. Auf dem Kegel befindet sich vorne, ziemlich mittig, ein Loch. Mit etwas Glas dahinter. Ach, Moment, what? Auf dem Kegel. Also ja, also das ist dieser Kegel und dann ist da so ein Sucher draufgeschraubt. Ein Sucher? Also eine Vorrichtung, durch die der Druide sehen kann, scannen kann, gucken. Also der Kopf sieht so ein bisschen aus wie so eine Olpe. So eine Vase. Nee, es ist, also ein Kegel ist ja quasi, wird ja nach oben hin, spitz ist ja nach dem Kampf laufend. Ja, aber der ist hier eher so, hat hier oben eine flache Basis und eine flache Basis. Das müsstest du doch kennen hier, die Kampfdruiden. Ja, ja, eine Vase. Ja, also, ja, eine Vase. Ja. Das ist ein Vasendruide. Ja. Die rechte Hand des Basiskörpers ist zudem ein Interface-Arm. Hä? Kann man in Interface-Ports stecken. Ach so. Okay. Mhm. Es ist eine R2-Einheit. Okay, jetzt habe ich verstanden. Okay. Der dritte Druide hat eine Art tiefen Teller als Kopf aufgesetzt. Nochmal was? Einen tiefen Teller als Kopf aufgesetzt. Also stell dir einen tiefen Teller vor, umgekehrt auf den Kopf drauf. Also ein Hut? Nee, kein Hut, halt wie so eine Schüssel, so ein Teller. Ein Hut ist ja wie selten sieht der sonst aus? So komplett rund.
Ich habe noch Fragen zu dem Körper vom ersten und vom dritten. Beim ersten habe ich die Standfüße, ich weiß aber nicht. Weitere markante Merkmale hat er. Ja, wie sieht der Körper von dem Druiden aus? Das ist ein, okay, der Körper ist, kannst du dir vorstellen, wie so ein Körper von C-3PO. Das ist einfach so ein Kanister, mehr oder weniger. So ein relativ normaler, menschlich, humanoid. Also siehst du, ich habe die ganze Zeit nämlich an eine R2-Einheit gedacht. Mhm. Das hilft mir, dass der ganz die haben aussieht. Und den haben alle. Also der Bart, der Körper ist bei allen gleich. Achso, sind alles eher... Sind alles Druiden-Baukästen mit verschiedenen Merkmalen drangeschraubt. Okay, aber die sehen alle aus wie C-3PO, nur mit Sachen drangeschraubt. Ja, sie sehen aus wie C-3PO, wie jeder humanoide Druid. Okay. Das ist einfach ein Basissatz. Also das ist nicht markant einer Art Druide zuzuordnen. Stellt euch vor wie eine Schaufensterpuppe, auf die ihr verschiedene Kleidungsstücke dann draufpackt. Die Kleidungsstücke sind das, was interessant ist und nicht so sehr die Schaufensterpuppe. Aber Köpfe haben die nicht? Unterschiedlich. Okay. Die Einheit, der zweite Druide, den ihr gerade schon genannt hattet, ja, okay. Der hat eben den Kopf als maßgeblich. Ja, okay. Das war hilfreich. Mhm. So, der dritte Druide hat, wie gesagt, einen umgedrehten Teller als Kopf, oder so eine Schüssel, also ein ganz runder Kopf, der unten dann abgeflacht endet. Das ist BB-8. Und oben auf dem Kopf, wo ist das? Mittig vorne, ist so ein großes, rundes Glas. Moment, aber passt das von der Timeline? Ja, das sind die von Tatooine, von der kleinen Anakin, glaube ich, oder? Aber ja, wenn sie menschlich aussehen, dann kommt das ja gar nicht hin. Aber BB-8 war ja viel später. Also, nur noch mal zur Klarstellung. Der menschliche Körper ist, das kann ich so sagen, irrelevant. Er ist irrelevant. Es sind die Merkmale des Druiden, die an diesen Basissatz herangeschraubt sind. Um die geht es hier. Und es gibt immer einen Basissatz unten und oben? Oder jeder hat ein markantes Teil. Jeder hat ein markantes Teil. Also wir haben einmal drei Beine, dann dieser Vasenkopf und dann dieser Topfkopf. Genau. Okay. Ja. Gut. Das ist richtig, ja. Also wir haben einmal drei Beine, einen Zylinder. Einmal drei Beine, dann... Und einen Teller. Ja. Einen umgedrehten Teller. Umgedrehter Teller mit großem Auge drauf. Das ist der BB-8-Kopf. Das ist der R2-D... Doch. Nein. Nein, oder es könnte auch der R2-D2-Kopf sein. Ist der gleiche. Mehr oder weniger. Wie, was? Nein, umgedrehter Teller. Nein, das sind diese kleinen, die auch Anakin in seiner Werkstatt hatte. Diese kleinen, die, wo man immer so draufhauen muss. Wo man eigentlich draufhauen muss, auf die Nase nämlich. Die haben auch noch so einen Guck. Ach, die haben den Ding. Und das ist eine gute Vermutung. Das wird sein, ja. Ja, weiß ich nicht. Was? Ich vermute, es ist der Kopf von R2, der Körper von R2 und die drei Beine. Es ist von diesen Kampfdruiden, oder? Druidiker, ja. Kann auch sein. Was? Die Druidiker ist doch so die drei Beine, die sich einrollen können. Stimmt. Ja. Ah, nein! Leute, R2-D2 hat auch drei Beine. Sind wir dumm? Aber du hast gesagt Krallen. Nee, und geschwungene mit Krallen. Nee, stimmt, der hat so zwei, auf denen er steht, und dann kommt noch der dritte raus. Pass mal auf, bevor ihr euch jetzt schon in die tiefen Dynamiken dieser Körperteile vertieft, möchte ich euch noch ein bisschen mehr zu der Szenerie sagen. Und zwar seid ihr ja an Ladestationen herangetreten, an denen sich diese Druiden befinden. Und noch alle eingesteckt, leider auf allen drei Ladestationen eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung der ersten Station, da steht, Techno-Union-Uplink konnte keine Verbindung herstellen. Oh. Fehlercode 457. Fehlermeldung 2 auf der zweiten Ladestation. Coruscant Connect konnte keine Verbindung herstellen. Fehlercode 100. Und auf der dritten Ladestation steht, Nalhutta Nas down. Fehlercode 14. 14? 14. Jesus. Was war das erste? Ich hab mein Stift geteilt. 457-100014. Und das zweite war Coruscant? Coruscant, das erste habe ich auch nicht mehr. Techno-Union. Also, wir sind jetzt in diesem Raum hier und wir glauben, dass wir hier irgendwas anschalten müssen, damit diese Lichter leuchten, ne? Von dieser Tür, wo wir eigentlich durch wollen. Wir glauben, die Druiden könnten uns dabei helfen. Druiden helfen, ja. Ja, okay. Die helfen bestimmt. Okay. Damit wir, damit diese Ladestation funktioniert, müssen wir diese Fehlercodes irgendwie knacken. Wie praktisch, dass sich im Raum ja auch noch ein Computer befindet, wenn ihr euch noch anguckt. Oh. Ja. Wer ist hier besonders versiert mit Computern? Ich glaube Wookies, ja. Wookies sind sehr gut mit Technik. Ja. Okay, dann hau einmal drauf. Mache auch den Upload bei uns. Ja. Okay. Also, ich hau auf die Tastatur drauf. Gut, Dumpy, gut. Der Computer springt gehorsam an. Mhm. Endlich hat es mal wieder geklappt. Ja.
Der Computer scheint mit einer Art Datenbank-Software bestückt. Diese beinhaltet Anleitungen für Droiden. Drei davon sind gehighlightet. R4, Destroyer-Droid, Doom-Boxen-Droid. Wie bitte? Doom, D-U-M, Boxen-Droid. Ja, ich habe da mal über die Schulter geguckt und mitgelesen auf dem Monitor. Ja, Leute, die Sache ist klar. Ich weiß jetzt genau, wie das Rätsel funktioniert. Okay. Was ist los? Ich glaube, wir müssen die Droiden an ihre jeweils richtige Ladestation packen. Und dann weiß ich noch nicht genau, wie es weitergeht. Stark! Ah. Können wir da jetzt noch was am Computer angucken? Also ihr könnt die Anleitungen euch noch angucken. Ja, cool, also gut. Ah, dann schauen wir uns doch als erstes mal die Anleitung vom Destroyer an. Dann guckt ihr euch die Anleitung vom Destroyer-Droid an. Da ist ein Glossar, springt euch entgegen. Ist ja ein sehr umfangreiches, technisch anspruchsvolles Produkt. Da gibt es dann was zu den Bauteilen, da gibt es was zu Wartezyklen. Und es gibt auch einen Abschnitt zur Ladestation. Noch was zur Garantie? Vielleicht? Garantie, wollt ihr aufrufen, ist ausgegraut. Ah. Abgelaufen. Also nochmal zu den was? Es gibt einen Glossareintrag zu den zu Ladestationen auf jeden Fall. Ja, den steuere ich an. Den steuerst du an. Rechtsklick. Gut. Es öffnet sich, lädt über alle gängigen Ladestationen der KUS bzw. der separatistischen Bruderstaaten. Bei Verbindungsproblemen hier bitte Fehlercode eingeben. Das ist so cool, wie das steuert. Das heißt, das ist 457. Gib mal 457, ach du weißt ja keine Ahnung, von Ziffern. Ich mach das, ich gebe 457 ein. Mhm. Die Funktionalität des Droiden ist nicht gewährleistet. Der Akku ist beschädigt oder erhält aufgrund von Inkompatibilität keinen Strom. So, und jetzt kommt mein Clou ins Spiel. Ich glaube, die sind erstmal grundsätzlich falsch positioniert und angeschlossen. Wir haben ja eine Reihenfolge, also da steht ja auf der ersten Ladestation Techno-Union, auf der zweiten Coruscant, auf der dritten Al-Hutta. Und jetzt müssen wir die, glaube ich, nur tauschen, weil, so wie ich das gerade sehe, ist der dritte, ist auf jeden Fall Techno-Unions-Droide, den würde ich mal auf Station einstellen. Und die anderen weiß ich noch nicht. Die könnte man ja mal hin und her posieren. Willst du das machen? Ich würde den dritten gerne auf die einstellen. Seid ihr damit, vielleicht mal probieren? Also der Destroyer-Droid, der gerade an der Station 1 hängt, kommt, der gerade an der Station, sorry, nicht an der Station 1, an der Station, an der falschen Station auf jeden Fall hängt, den willst du mit dem Techno-Union-Uplink kombinieren. Nee, ich wollte den, Entschuldigung. Teller-Droiden wollte. Den Teller-Droiden? Mit? Mit der Techno-Unions-Dingsbogen. Ach so, okay. Ja. Da kommt ein weiterer Fehlercode auf der Ladestation. Neuer, oder was? Es lädt noch. Und, da steht Fehlercode 500. Welcher war das? Wie hieß der jetzt? Welcher von den... Das war der dritte, aber wie heißt der? Ist es R4, Destroyer oder Doombox? Also ihr habt jetzt gerade den... Doombox, der Doombox war das? Ja, würde ich sagen. Also. Den Doomboxen-Droid habt ihr angeschlossen an die Ladestation 1. Genau, 500. Dann kannst du das mal eingeben. Wie 500? Vielleicht mal checken, was es damit auf sich hat. Schon 500? Mhm. Es kommt... Unbekannter Fehler. Hier geht etwas nicht. Boxendroid, das Modell, was Sie erfreut. Bitte registrieren Sie, dass unsere Top-Produkte sämtlich vom Umtausch ausgeschlossen sind. Also, aus der Fehleranmeldung entnehme ich ein bisschen, dass das klingt so, wie in Coruscant Produkte vertrieben werden. Vielleicht habe ich mich geirrt und das ist doch kein Techno-Unions-Droide, sondern eben gehört vielleicht doch an Station 2. Also am Ende müssen wir hier auch ein bisschen kreativ werden. Und ich rekapituliere nochmal. Station 1, Techno-Union Uplink. Station 2, Coruscant Connect. Station 3, Nal-Hutta Nas und die Droiden-Anleitungen, die gehighlightet sind, sind R4, Destroyer-Droid und DUM-Boxen-Droid. Vielleicht gucken wir nochmal in die Anleitung des DUM-Boxen-Droid. Kann ich mir auch kurz meine Hand an die Maus packen? Mhm. Also ich schau dich enttäuscht und wütend an. Lass ihn. Du öffnest... Du öffnest die Anleitung. Ich streichel Dampfi kurz so ein bisschen, um Trost. Und guckst nach bei Ladestation. Ja. Da steht, vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Boxendroid entschieden haben. Boxendroid, das Modell, was Sie erfreut. Bitte registrieren Sie, dass unsere Top-Produkte-Reihe vom Umtausch ausgeschlossen ist. Schließen Sie den Droiden bitte nur an die spezial optimierten Ladetechniken der Outer Rim-Region an. Geben Sie bitte den Fehlercode hier ein.
falls sie einen haben. Es ist ja verwirrend. Also Leute, es war Trial and Error und ich glaube, wir müssen den doch auf die 3 packen. Wieso? Du musst doch jetzt nur den Fehlercode eingeben, den 14er. Hä? Du musst doch jetzt nur die Zahl eingeben, oder? Wieso? Dann habe ich es nicht verstanden. Wir geben 14 ein. Okay. Mhm. Ihr gebt Fehlercode 14 ein und es erscheint folgender Text. Unbekannter Fehler. Hier geht etwas nicht. Boxen Droid, das Modell, was Sie erfreut. Bitte registrieren Sie, dass unsere Top-Produkte-Reihe sämtlich vom Umtausch ausgeschlossen ist. Okay, aber ich würde dann trotzdem mal probieren, den Boxen Droid an die Station von Naluta Nas anzuschließen. Ja, aber das kann es ja halt nur noch sein. Mhm. Außerdem stand da Outer Rim und Naluta ist halt im Outer Rim. Ja, das war meine Schlussfolgerung. Ach so, Entschuldigung, dass ich immer versuche, dir das Leben zu erklären. Mhm. Ich muss das unbedingt daran arbeiten. Nennt man auch im Mandalorian-Explaining. Ja. Neuer Fehlercode taucht auf. Mal aus, ey. Und zwar der Fehlercode 999. 999. Soll ich den direkt in die Konsole eingeben? Ja, ich würde Dumpy quasi bitten, das zu machen. Okay, ihr gebt den Fehlercode 999 ein und es erscheint. Es müsste eigentlich gehen, aber es geht noch nicht. Boxen Droid, das Modell, was Sie erfreut. Okay. Bitte registrieren Sie, dass unsere Talk-Produkte-Reihe vom Umtausch ausgeschlossen ist. Und wenn wir hier rauskommen, ich schreibe denen sowas von eine negative Rezension. Ja. Yeah. Also, ich würde sagen, ihr habt einen Fortschritt gemacht, aber es ist noch nicht gelöst. Ja, wir müssen noch die anderen zwei richtig anbringen, wahrscheinlich, damit das funktioniert. Vielleicht, ja. Dann machen wir doch das jetzt erstmal. Das kann gut sein. Gut, aber. Das ist eine 50-50-Chance. Genau, wir müssen jetzt dann ja nur einmal. Geritzt. Ja, Entschuldigung. Einmal mehr hin und her tauschen müssen wir es doch nur, oder, Leute? Ja. Okay. Dann ihr schließt. Was wollt ihr zuerst? Woran anschließen? Nur, dass ich das hier korrekt raussuchen kann aus dem Wiki. Nee, einfach 2 und 1 tauschen. Okay, dann ich fange jetzt mal an. Ihr schließt also den R4 Astromech-Droiden an die Ladestation 1 an. Mhm. Und da bekommt ihr folgende Rückmeldung. Fehlercode ist in dem Fall 102. Der Droide erhält nicht genug Strom. Überprüfen Sie, ob alle weiteren Anwendungen dieser Ladebank korrekt funktionieren. Mhm. Und bei dem Destroyer-Droid kriegt ihr den folgenden Fehlercode, nämlich 617. Und dort steht: Der Akku des Droiden muss neu konfiguriert werden. Starten Sie hier jetzt die Rekonfiguration. Ja, wir starten die Rekonfiguration. Jawohl. Das weiß ich auch. Ich war 2 Jahre auf der Schule. Die Rekonfiguration ist auf dem Weg zu euch. Das Programm wird geladen. Es kommt ein neuer Hinweis auf euch zu. Und dieser enthält, dass ihr die Primenergiezellen des Akkus neu verdrahten müsst. Und wie ihr das macht, dafür können wir hier einmal meinen Bildschirm abgreifen. Denn da ist die Aufgabe, die euch gestellt ist, drauf zu sehen. Die Primenergiezellen müssen neu kalibriert werden. Bitte starten Sie jetzt hier das Programm und verbinden Sie die Primenergiezellen. Ja, dann verbinden wir die. Welche wollt ihr denn verbinden? Die Primenergiezellen. Ach die? Ja, welche sind das denn? Also nur die Primzahlen miteinander, bitte. Okay. Primzahl ist nur durch sich selbst teilbar. Ja? Mhm. Das lernt man in 2 Jahren Schule. Er ist sehr schlau. Er hat mir Sprechen beigebracht. Wahnsinn. Dumpy. Okay, also ihr wollt die, welche Zahlen miteinander verbinden? Die 1, die 39, die 13. Also alle außer der 2. Die 99? Ist auch eine Primzahl, oder? Nee, warte. Das stimmt überhaupt nicht. Ist durch 11 teilbar. Das stimmt nicht. Die 39 ist auch durch 13 teilbar. Nein, es ist nur die 1 und die 13. Das ist die 1 und die 13. Okay. Ihr zieht 2 Jahre. Coruscant Middle School. Zieht eine Verbindung zwischen der 1 und der 13. Ich mache das hier einmal für euch. Moment. Ach, bitte. Ich mache das doch nicht für euch, weil ich es nicht hinkriege. So, jetzt aber. Hä? Ihr verbindet die 1 und die 13. So. Und ja, ich hätte es passiert bedauerlicherweise nichts. 1 und die... Entschuldigung, 1 und 13. Ich bin ja ein Idiot. Jetzt mache ich hier noch Quatsch. 1 und 39. Aber ich befürchte, 1 und 13 stimmt leider auch nicht. Aber das ist doch eine das sind doch die einzigen beiden Primzahlen. Eine Primzahl. Also 39? 39 durch 13.
Aber ich glaube, eins. Oh, ist eins keine Primzahl? Es ist doch so, man kann jede Zahl, die man nicht durch sich selbst und eins, nur die man nur durch sich selbst und eins teilen kann. Also müsste eins auch eine Primzahl sein. Eins ist auf jeden Fall eine Primzahl. Deswegen haben wir ja 1 und 13 verbunden. Mhm. Moment. 99 kann man durch 11 teilen, richtig? Ja. So, 39 kann man durch 13 teilen. Zwei kann man durch eins und sich selbst teilen. Moment. Ist 2 eine Primzahl? Aber dann können wir die. Also die Lösung muss dann die 1 mit der 2 verbunden werden und die 13 auch mit der 2? Das könnte sein. Können wir ausprobieren. Mal ausprobieren, ja. Okay. Hä? 2 und 13 wollt ihr doch verbinden, oder und nicht? Und die 2 und die 1. Mhm. Es passiert nichts. Dumpy, hau mal drauf. Verbindung zwischen der 1 und der 13 wackelt. Dann ist sie wieder da. Ja, oder Chef, du hast mir doch erklärt, dass man die 99 durch 13 teilen kann. Warte mal. Und 39 kann man auch durch 13 teilen. Vielleicht passen die zusammen, Chef. Ah, vielleicht weil man sie teilen kann. Das könnte man und dann 2 und 1. Moment. Wollen also 99, 13? Ihr sollt 39, die Primenergiezellen miteinander verbinden. Dann mach doch bitte nochmal die Lösung raus. Ja, das ist verwirrend. Das macht natürlich total Sinn. Also, wir wollen die Primzahlen miteinander verbinden, ja? Nee, wir wollen jetzt gucken, was sich die durch Primenergiezellen einander teilen lässt. Ja, vielleicht nämlich das. Ja. Lass uns das mal probieren. 2, 1. Ja. 99, 13, 39, 13. Mhm. Moment. Sehr guter Vorschlag. Ich das Wort für euch ein, nachdem ich die alte Lösung entfernt habe. Soll ja auch seine Richtigkeit haben, ne? Ja, genau. Also die 2 und die 1. Ja. Und die 13 und die 99. Ja. Und nee, die 3 und die 39. Die 13 und die 39. Ja, genau. Okay. Ja, es passiert nichts. Ja, und die 99 und 13 auch. Kann man? Wieso 13? Hä? Es passiert immer noch nichts. Wenn wir den letzten Schritt einmal rückwärts machen, die 99 noch mit der 1 und die 39 auch noch mit der 1. Ja. Nee, mit der 1. Ja. Okay. Ihr verwirrt mich. Ja. Ja, aber ich tut mir leid. Ja. Es passiert nichts. Also, was? Die Primenergiezellen miteinander verbinden. Können wir in dem Computer, den wir da haben, nach Primenergie suchen? Mhm. Mit Primenergie werden die Energiezellen gekennzeichnet, die mit einer Primzahl in ihrem Codec versehen sind. Also Primzahlen miteinander verbinden. Das waren wir schon richtig. Wir haben doch nur 3 Primzahlen, oder? 2. Können wir im Computer nochmal nachfragen, was Primzahlen sind? Primzahlen sind nach Definition nur durch 1 und sich selbst teilbar. Also 2, 1 und 13. Nur durch was? Nur durch 1 und sich selbst. Also, durch 1 ist doch alles teilbar, oder nicht? Ja. 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 Gut, also, welche Zahl davon ist nur noch sonst durch sich selbst teilbar? 2, 1, 13. Guck jetzt selber nochmal nach. Nicht, dass ich hier völligen Quatsch gemacht habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da einen Fehler noch drin habt. Ja, aber 13 ist definitiv komisch, weil 1 und 13 auf der gleichen Seite sind. Das ist wirklich cool. Also, ich wiederhole nochmal. Durch 1 und durch sich selbst teilbar. Achso, nicht oder? Nein. Ja, Primzahlen sind immer durch 1 und durch sich selbst. Das ist ganz wichtig, auch das und. Ja, das und ist wichtig. Also die 1 ist dann keine Primzahl. Ja. Doch. Weil sie nur durch sich selbst teilbar. Hä, aber. Wollt ihr es einfach mal versuchen? Dann müssen wir 2 in dem 13. Fall ist es ja die 1. Dann machen wir die 2 und die 13 jetzt. Alles andere raus. Okay. Ihr verbindet die 2 und die 13 miteinander. Ach, diesen epischen Moment. Und es funktioniert! Oh, der Akku ist rekalibriert! Toll! Meine Alderanerin hat es. Die 1 ist keine Primzahl? Die 1 ist keine Primzahl. Aber sie ist doch durch sich selbst teilbar. Aber das und ist entscheidend. Ja, sie ist durch nur 1 teilbar und durch sich selbst. Ja, aber da kann ja die 1 nichts dafür, dass du quasi das 2 teilbar geben. Der musst du dir jetzt nicht beantworten. Für die Definition einer Primzahl. Adam Riese. Ja, aber wenn sich, da haben sich offensichtlich Mathematiker weltweit geirrt. Ja, ich denke auch. Ich würde mich bei den Herstellern von diesem Akkupanel beschweren.
Die haben den Fehler gemacht. Können die das jetzt nicht mit auf den Farben machen? Punkt Kontakt im Glossar klicken, aber auch er ist ausgegangen. Ja. Okay, nun. Auf den Bildschirmen verschwinden die Fehlermeldungen und die Anzeigen der Ladestation springen auf grün. Neben dem Computer der Datenbank öffnet sich ein Computerport. Der Astromed bewegt sich daraufhin in diese Richtung, ohne das Kabel abzustecken, und dreht seinen Interfacearm in dieser Buchse. Stark, also R4 ist wieder am Start. Und in der Ferne hört ihr ein... Was, R4? Bling! Der Destroyer? Oh, das könnte sein. Dumpy, lauf mal schnell zur Tür mit den Lichtern. Ich lauf zurück zur Lichtertür. Da ist ein Licht angegangen. Du merkst übrigens auch, dass über der Tür, aus der du gerade gekommen bist, wo die Werkstatt dahinter war, auch ein Licht angegangen ist. Das klingt nach Freude. Ja, die Lichter sind angegangen. Also eins. Eins ist... Okay, nicht sechs. Also das heißt ja dann tatsächlich, unsere Theorie stimmt, dass wir in den einzelnen Räumen die Lichter betätigen müssen. Ganz genau. Dann gehen wir doch in den nächsten Raum. Aber wir sind doch in diesem hier noch gar nicht fertig. Wieso denn nicht? Das Licht leuchtet doch schon. Ach ja, die anderen, aber... Ach so. Dann bleibst du einfach noch hier in dem Raum und wir drei gehen aber schon mal. Ja gut, aber ihr wollt die Roboter gar nicht verwenden. Wenn wir so einen Killer-Roboter dabei haben, könnt ihr uns ja verteidigen. Oh, ja. Ihr habt ja nur die Füße von dem Killer-Roboter bedauerlicherweise quasi. Der Rest ist ja dieser Computer, dieser Druiden-Baukasten. Ach so. Ja, ich hätte ihn halt kurz zusammengebaut. Also ich, oder mit dem anderen kombiniert. Ja. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre das Rätsel. Aber hey, lass uns für den nächsten. Wie lange dauert denn sonst, den Akku aufzuladen? Wie lange müssten wir jetzt warten, dass der so mitkommen könnte? Es geht, also ihr habt quasi einfach nur den Akku wiederhergestellt, sodass er überhaupt aufgeladen werden kann. Ja. Und jetzt würde ich schätzen 12, 14 Stunden. Ah. Also aber den R4 können wir nicht kurz mitnehmen irgendwie. Nee, leider nicht. Okay, schade. Außerdem, wir kommen später wieder. Wenn ihr die jetzt von den Ladestationen trennt, dann sind die ja wahrscheinlich auch sofort wieder aus. Ja, stimmt. Dann warten wir lieber, bis der aufgeladen ist. Wir kommen wieder. Ja. Gut. Zwei darauf. Also, wir warten. Wir warten 14 Stunden. Gut. Ihr geht in den nächsten Raum. Und nach ein paar wenigen Schritten verliert ihr in diesem bereits jedes Gefühl für die Größe und das Umfassungsvermögen, was dieser Raum beinhaltet. Wer hat denn dieses Raumschiff gebaut? Ein spannendes Stückchen Todesstern, was ihr hier erlebt. Die Wände sind entweder so dunkel oder so weit weg, dass ihr sie nicht sehen könnt. Selbiges gilt für die Decke. Ihr bewegt euch im gefühlten Nichts. Wäre da nicht das Licht der Tür hinter euch und eine prominent von oben angeleuchtete Simulatorbrille, die an einem zur Decke hochwandernden Kabel mitten im Raum schwebt. Eine Simulatorbrille. Mhm. Damit kenne ich mich aus. Nur eine. Oh, damit kenne ich mich nicht aus. Was ist das? Das ist eine Simulatorbrille. Was macht die? Simulieren. Was simuliert die? Diverse Simulationsprogramme. Darauf wäre ich niemals gekommen. Ich weiß. 2 Jahre Chorus an Middle School. Oh. Ja, dann gehen wir doch mal da zu dieser Simulationsbrille und ich würde die doch dann direkt mal ausprobieren wollen. Okay. Direkt aufsetzen. Ist ja noch nicht genug Brillen. Mit Brillen kenne ich mich ja aus. Ja, das ist dein Spezialgebiet. Genau, neben anderen. Während du sie aufsetzt, die Brille, also so ein Helm, so eine Brille mit einem Helm, kannst du dir so vorstellen, dass du es also auch so ein bisschen über den Kopf ziehen musst, so ein bisschen das Teil, bemerkst du, als du das so aufsetzt, dass vorne so ein Datenport an der Brille ist. Nur mal so zum Registrieren. Okay. Dann hast du die Brille erfolgreich aufgesetzt. Es ist mit den anderen Brillen irgendwie alles hat funktioniert. Und du merkst, der Helm setzt sich auf deine Größe zusammen, schrumpft zusammen, fokussiert deinen Kopf, ein Rucken, ein Einrasten und dann spürst du nichts. Ich glaube, das Ding ist kaputt. Vielleicht ist das die Simulation. Hier passiert nichts. Dumpy! Einmal. Drauf. Du hast drauf. Es passiert immer noch nichts. Eine kleine Meldung blinkt unten in der Brille. Datenport leer. Der Datenport ist leer. Stimmt, da steckt auch nichts drin. Das sehe ich. Ah. Ich glaube, es ist ein ISB-Port. Wir müssen irgendwie was dafür finden, was da reinpasst. Gucken wir uns im Raum um. Also, sofern das geht, im Dunkeln. Da ist nichts.
Wenn hier was versteckt ist, dann so, dass ihr es nicht greifen könnt. Das muss dann woanders gefunden werden. Wir können mal in den anderen Räumen danach suchen gehen. Willst du so lange hier warten oder willst du mitkommen? Nee, ich würde tatsächlich mitkommen. Okay. Ja. Lässt du die Brille auf? Ja, die hängt ja hier an dem Ding. Also. Das wird schwierig, ja. Kriegst du die noch ab oder hat die sich jetzt so fest geschrumpft, dass du jetzt da für immer... Kriegst du, musst dir deine anderen Brillen da drunter ein bisschen richten. Das hat genervt, muss man sagen, aber... Okay, dann gehen wir doch direkt mal in den nächsten Raum. Hier fehlt uns ein Item. Könnt in den nächsten Raum, genau. Dann betretet ihr nun einen kleinen runden Raum. Ganz anders also von der Machart als das, was ihr eben gehabt habt. Die Wandfarbe ist taubenblau. Eine Mischung aus Blau und Lila. Auf dem Boden liegt ein runder Teppich. Ja, weil ich weiß nicht, was taubenblau ist. Deswegen schreibe ich mir sowas immer dazu. Das ist sehr speziell. In der Farbe habe ich meine Ideen auf Alderaan auch geschrieben. Auf dem Boden liegt ein runder Teppich mit einem kreisrunden, taubenblauen und weißen Musterung. Auch an den Decken viele Kreismuster, die Farben taubenblau und weiß herrschen vor. Das ist meine Lieblingsfarbe. An einer goldenen Streben ziehen sich zu der Spitze des Raums zusammen. Und an einer Ecke simuliert ein großes Display ein Fenster. Darauf sind viele Lichter, wie von einer Stadt in der Dunkelheit zu sehen. Und an den Wänden zwischen den Streben stehen große Tafeln, über deren Oberfläche immer wieder verschiedene Farben hinwegwabern. Das ist ganz schön viele Sinneseindrücke. Ich bin ein bisschen überfordert in diesem Raum. Ich gehe mal zu dem Fenster und guck mir an, ob man irgendwie an die Simulationstechnik kommt. Fass da so in die Fugen. Dampi, kannst du mal hier draufhauen? Ich hau auf den Bildschirm. Ein dunkler Fleck auf dem dunklen Nachthimmel der Stadt, die da draußen simuliert wurde. Also was war das denn für eine bescheuerte Idee? Als ob der einfach immer nur dumm auf Sachen draufhaut. Ja, aber jetzt brauchten wir es. Vielleicht kann man an die Technik kommen. Was für Farben wabern da? Musst du dir vielleicht mal genauer angucken. Ja? Ich guck mir die Farben genauer an. Als ihr euch an der Tafel nähert, synchronisiert sich mit einem Mal das Wabern aller Farben. Alle Displays fangen gleichzeitig an, die gleiche Aktivität durchzuführen. Über sie alle zischt das Farbendickicht und hinterlässt über und über folgende Befehle. Nenne es. Erinner dich. Nenne es. Und Gestalten, Schemen, Zerrbilder beginnen vor euch auf den Tafeln Gestalt anzunehmen. Damit kommen wir zu unserem nächsten kleinen Rätsel. Dafür möchte ich ganz kurz einen Dank an alle da draußen richten aus der Community, die mir dabei geholfen haben, die nämlich wieder für diesen Moment schöne kleine Zeichnungen eingereicht haben, die euch jetzt ins Augenlicht prasseln werden. Und ihr müsst entsprechend euch erinnern, es nennen, was ihr da gleich erblicken werdet. Seid ihr schon bereit? Habt ihr noch Fragen dazu? Kommt noch, was mache ich denn da? Also das ist jetzt wie so ein... Memory oder so? Das ist ein, jetzt, ihr kriegt ein Video abgespielt. Okay. Darin nimmt etwas aus Star Wars Gestalt an und ihr müsst es nennen. Was ist es? Okay. Aha, okay. Mhm. Wer es zuerst kennt, ruft einfach rein. Ja. Oder? Ja. Ihr könnt euch absprechen. Ist egal, wer es zuerst nennt. Ist ganz egal. Ihr spielt aber ja als Team. Aber es ist schon cool, wenn man ja, weiß. Ja, absolut. Mhm. Immer cool, der Erste. Ja, der Erste ist immer cooler. Mega. Gut. Dann spielen wir eine neue Runde Shitty Painted, würde ich sagen. Viel Spaß. Grogu? Jabba the Hutt. Jabba the Hutt, ja. Jabba the Hutt ist richtig. Der Display, auf dem Jabba abgebildet wurde, blinkt kurz auf. Hast du schon mal für den gearbeitet eigentlich? Ja, eben. Ah. Ja, Herr Cameron. Und dann beginnt ein anderer Display im Raum mit der nächsten Zeichnung. Lightsaber. Ja, wir gucken uns noch ein bisschen an, aber das ist tendenziell komplett richtig. Ein Lichtschwert ist auf dem Display zu erkennen. Als ihr es nennt, den Begriff Lichtschwert, auch hier wieder ein kurzes Aufflackern. Und dann beginnt die nächste Zeichnung auf dem nächsten Display langsam aber sicher Gestalt anzunehmen. Beginnt das Farbenspiel zu zeichnen, was ihr gleich erraten müsst. Mhm.
Max Rebo. Das ist die Orgel. Ah, der Senat. Gut, als du deinen Namen Senat sagst, blinkt auch dieser Display wieder bestätigend auf. Ja, ja. Und offensichtlich, auch dies war die richtige Antwort. Darfst du auch sagen? Ja. Ein anderer der 6 Displays im Raum hat aber sogleich die nächste Zeichenherausforderung für euch. Nochmal Senat. Der Senat. Stimmt, das ist der Senat. Yes! Wow. 2 Jahre Middle School. Coruscant. Abschlussklasse. Ja, aber das ist der Senat, wo die Demokratie gestorben ist. Das ist richtig. War da mal in meinem Praktikum, habe ich gerade schon gesagt. Oh, cool. Ja. Werden nicht im Senat auch ab und zu so Blubberopern veranstaltet? Oder ist das ein anderes Gebäude? Nee, das ist auch der. Dann würde ich sagen, es könnte auch die Oper sein. Weil Senat ist ja wohl nicht. Ich muss gestehen, ich war noch nie in der Senat-Oper. So. Aber noch einmal blinkt, als ihr Senat sagt, der Display bestätigend auf. Er ist sehr zufrieden damit, dass ihr es auch beim zweiten Mal richtig erkannt habt. Okay. Denn zu den Tugenden von Erinnern gehört ja manchmal auch Konstanz. Oh. Die habt ihr hier instinktiv richtig bewiesen. Aber die nächste Zeichnung kommt auf euch zu. Die nächste Herausforderung wartet auf euch. In einem anderen Display im Raum. Sternzerstörer. Och, wow. Hier wieder. Sehr, sehr fix. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Könnte auch ein A-Wing sein. Oder so ein Papierflieger. Mhm. Ja. Das ist schon mal. Boah, aber also bei dem habe ich länger gebraucht. Oh ja, das ist aber jetzt hier mit die den Form Ebenen. Ist schon ziemlich. Ja, klar, aber ich war nämlich auch so ein bisschen wie Ede gerade, dass ich dachte, wann kommt da vielleicht noch der Twist damit? Es könnte jedes Dreieck sein. Es könnte jedes Dreieck sein, genau. Nein, es ist ein Sternzerstörer. Wieder blinkt der Display bestätigend auf. Und also sehe ich das richtig? Jeder von uns Vieren hat jetzt schon mal eins erraten, ne? Ja, das ist Gleichstand im Team. Also ich hatte Senat, er hatte Senat, du hattest das Erste. Ja, und ich war Erster. Du hattest eben eins, dann sind wir alle gleich gut. Dann ist es ja gar nicht so schlecht, dass noch ein letzter Display aufflammt und euch ein letztes Rätsel stellen will, was ihr bitte nennen und euch daran erinnern sollt. Ah, das ist ein Tusken Raider, ja. Oh, stark. Oh, wow. Ja. Das ist schon sehr uncanny mit den Namen. Ihr nennt den Namen Tusken Raider. Ihr sagt das Wort Sandleute. Und in dem Moment blinkt auch dieser Display bestätigend auf. Sandleute. Und ihr habt auch dieses Rätsel geschafft. Ein letztes Mal blitzt der Bildschirm, dann beginnen sie alle zugleich erneut ihr Farbspiel und formen nochmal und nochmal die gerade gezeigten Bilder. Vor der Tür im Gang bemerkt ihr ein grünes Licht aufleuchten. Das waren jetzt alle, ne? Mehr Dumpy! Wir hatten, das Wort kenne ich mittlerweile, Licht. Renn mal zur Tür! Ich habe noch ein paar mehr gefragt, aber es gab noch eins zu Obi-Wan und das war so schwer, das habe ich dann nicht reingenommen. Aber wenn wir noch mehr kriegen, gerne ins Forum posten. Ja. Ich habe voll Bock, noch weiter zu raten. Das macht, das macht immer Spaß. Bock. Ja. Das ist auch eins meiner Lieblingsrätsel. Ja. Mega geil. Also ich renne jetzt zurück zu der Lichtertür. Wunderbar, wunderbar. Hinter dir ruft es noch, danke an Naname, Tedison und Blue Flash fürs Zeichnen. Oh. Und du gehst zurück zu der großen Tür und bemerkst, ja, ein zweites grünes Licht ist angegangen. Das ist Licht, das Wort kenne ich mittlerweile. Das ist das zweite Licht, ja. Okay, ihr wollt ihr anderen auch wieder in die bekannte T-Kreuzung zurückkehren, in das rötliche, schummrige Licht. Jetzt gehen wir auf die andere Seite in den Raum. Genau, jetzt haben wir alle drei rechts. Ich würde gerne noch mal ganz kurz in den Raum mit der Werkstatt und den Druiden gehen und gucken, ob ich da irgendwo dieses fehlende Modul sehe, was ist, was wir brauchen für den Raum. Du näherst dich der Tür zum Druidenraum und stellst fest, sie ist verschwunden. Verschwunden? Die Tür ist verschwunden. Nicht nur zu, sondern verschwunden. Verschwunden. Also da, wo sie ist, ist jetzt Stein. Du kannst nicht sagen, ist das jetzt eine Tür oder ist der Fels plötzlich remanifestiert? Es ist ja wie Hexerei auf Datumir. War ich noch schlimmer. Schlimmer wirkt es, ja.
Okay, ein Raum auf der anderen Seite der Teleportation. Der führe ich dich nicht aus. Mhm. Alles klar. Lass mich rauskommen. Der Gang, den ihr nun betretet, führt euch um einige Biegungen. Währenddessen verändert sich das ganze Erscheinungsbild mal wieder grundlegend. Was? Aus dem dunklen Stein wird hellgraue Wand. Auf dem Boden verändern sich die Trittsteine zu einem roten, zentralen Streifen, eingefasst von hellem, beigen Stein. Diesem Pfad folgend betretet ihr einen kleinen, aber imposant wirkenden Raum. Eckige Säulen reichen zur Decke, zwei Reihen Holo-Regale stehen an den Seiten des Raums und in der Mitte befindet sich ein Tisch, daneben auf der Seite Stühle. Auf dem Tisch zwei Displays. Einer auf jeder Tischseite. Ich guck mir mal den einen Display schon mal an, auf der einen Seite. Mhm. Ich den anderen. Okay. Dann sind wir in so einer Wer-wird-Millionär-Situation, oder? Mhm. Okay. Alles klar. Ja, ich möchte wissen, Island, als ihr den rechten Display aktiviert, blinkt euch ein Fenster entgegen. Möchten Sie Nacht über ewigem Strand herunterladen? Nacht über? Ewigem Nacht über ewigem Strand. Ja, nein. Fenster schließen. Ich würde erstmal noch mal kurz schließen, erstmal abwarten, was auf dem anderen Display, also vielleicht ist ja das andere cooler. Ja, schließt es. Ja. Es poppt sofort wieder auf, tatsächlich. Oh. Ja. Aber dann, was ist auf dem linken Display los? Ihr bemerkt ein geöffnetes Einsatzprotokoll. Viele, viele Jahre alt. Dort aufgeführt ist der Einsatz zweier republikanischer Druiden, in dem sie mit einem machtsensitiven Wesen zusammenarbeiten und einen Rätselspruch lösten. Mhm. Ihr scrollt ein bisschen runter in dem Bericht. Müsst allerdings leider feststellen, dass der Rätselspruch zwar erhalten ist, da, wo die Lösung eigentlich eingetragen war, allerdings ein paar kaputte Datenblöcke auf euch warten. Es ist so ineinander verwischt, zerstört. Kannst du mir das Rätsel mal vorlesen? Deprimierend einfach. Ja, ich würde das Rätsel mal laut vorlesen. Mhm. Der Wortlaut. Du reist weit weg und bleibst dennoch hier. Du reist weit weg. Du hast eine Mündung, aber kein Visier. Ah, wollte ich aufschreiben, okay. Du erweichst, aber hast keine Tränen. Du hast ein Bett, doch nicht zum Schlafen oder Gähnen. Du bist... Das ist nur ein Fluss, aber wie könnte der... Ich würde mal Fluss reinschreiben. Okay, du tippst die Antwort Fluss an die Stelle der defekten Datenblöcke. Als der blinkende Balken das letzte Stückchen Ziffer bildet, erscheint mit einem Mal der Rest des Protokolls. Ah. Wow. Er wird aber sofort überlagert von dem Fluss oder so. Von einem gewaltigen Pop-up in ganz anderer Schrift und Beschaffenheit. Dort steht Freunde. Und vor der Tür geht ein grünes Licht an. Oh, wow, hey, das war wirklich die schnellste Rätsel. Kannst du kurz gucken? Manno! Oh, ich renn zur Lichttür. Wahnsinn. Da ist ein weiteres grünes Licht an. Stormtrooper-Frau ist sehr schlau. Mann. Ja, wirklich sehr schlau. Diese Rätselsprüche, die haben ihre ganze Kraft verloren. Schröck hat das letzte Mal auch so. Ja. Also ich sag mal kurz, es ist ja auch individuell verteilt so eine Fähigkeit und ich wäre, glaube ich, am Ende der Sendung noch nicht. Ja, ich auch. Also ich auch. Keine Chance. Ich war bei Sonnenblumen. Unglaublich. Wow. Stark, ey. Hammer. Weil ich dachte auch schon, Star Wars Begriff? Fünf Buchstaben? Ja, sowas hätte ich auch. Ich dachte halt, wir brauchen einen Fluss in Star Wars. Ach so, also, ja. Aber ja, gut, ich nicht kennt gewusst. Naja, ja, keinen. Einige, ja. Natürlich den großen und den kleinen. Ja. Und den, ja, stark. Welchen kann man besser Urlaub machen? Großer oder kleiner? Ich bin ja eher kleine. Großer. Der kleine? Kleine? Ja, großes touristisches Eisrutsch. Ja, aber deswegen also, ist es auch ein bisschen günstiger. Aber ganz kurz mal, das Licht ist zwar angegangen, aber was war mit dem zweiten Display, wo du ein Pop-Up wegdrücken wolltest? Das war Spam. Wollt ihr euch das nochmal angucken? Ja, das würde ich mir halt schon nochmal angucken, jetzt wo sich vielleicht was verändert hat. Okay, da steht, möchten Sie Nacht über ewigem Strand herunterladen? Ja, wollen wir. Ja, dann machen wir das. Okay, mal, ihr drückt auf Ja. Das Programm sagt... Bitte Datenträger einlegen. Ach so, wir brauchen einen Datenträger, auf den wir das runterladen können. Ah, was habt sein ihr was kann, dabei? Wenn wir mal... Ihr habt doch immer, ihr wegen Podcast, habt ja, ihr nicht eigentlich immer alles irgendwie abgenommen. Daten? Ah. Ja, und ich meine, wenn wir mal einen Datenträger finden, können wir das da draufladen und dann vielleicht in dieses Simulationsgelöt. Das heißt, wir brauchen einen Datenträger. Wir brauchen einfach erstmal, genau, so eine Art USB-Stick.
Okay. Dann gehen wir doch mal in den nächsten Raum. Okay. Also, über die T-Kreuzung geht es für euch zur nächsten Herausforderung. Wie, die ist jetzt wieder da? Die Kreuzung ist ja immer da. Ich dachte, alles hat sich verändert. Nein, nein, nur diese, die Druidentür ist zu. Ach so, okay, also, und alles ist weiß geworden von den Wänden. Nur das meintest du, hat sich verändert. Der Durchgang zu dem Druidenraum, der ist jetzt. Ah, ich dachte, verändert. Die komplette die Korridore selbst kein Tee mehr. Okay, ja, nee, ja, gut. Nee, dann hab ich's. Ihr kommt in ein kleines Fischerdorf namens Oke. Bitte nicht. Okay. Dann gut. Weiß ich ja Bescheid. Ihr geht durch den Türbogen und steht unmittelbar in einem kreisrunden Raum. Soweit so bekannt das Bild. Mhm. Die Wände, der Boden, alles ist in dem gleichen Grauton. Der Raum wird von oben hell und kalt erleuchtet. Das Licht fällt auf ein beunruhigendes Schauspiel. Etwa 3 Schritt von den Wänden des Raums entfernt befindet sich symmetrisch im Raum verteilt, also ne, wie so ein Kreuz, könnt ihr es euch vorstellen, so ein bisschen, befinden sich 4 Säulen. 4 grau-beige Kugeln sind auf diesen befestigt. Sie sind übersät mit kleinen Löchern und Kratern. In sie alle sind kleine Feuermündungen eingebettet. Feuermündung? Was ja. Was heißt das? Wie eine Mündung von einer Pistole. Ach so. Also da schießt was raus. Oh. In der Mitte des Raums und damit auch inmitten der Säulen liegen 2 merkwürdig aussehende Stecken und eine dunkle Holobrille. Was sind denn Stecken? Stecken, so Übungsstecken. Hä? Was sind denn Übungsstecken? Also Übungsstöcker. Stock. Stöcker. Ach so. Stecken? Kennt ihr nicht? Ja. Nee. Okay. Okay. Dann lass ich das stecken können. Ja. Also Moment, die Übungsstöcke sind dann noch und? Eine Brille. Eine Brille. Jeff, aber so eine wie eben. Eine Brille. So eine wie eben oder wie so eine auch. Habe ich einfach noch gar nicht. Also das eben war so ein Simulator-Helm, ja. Auch so ein Kabel. Das ist jetzt einfach nur, dass ihr bemerkt, so, das verdeckt die Augen. Endlich eine Brille für dich. Ja, du könntest sie die holen. Endlich wieder eine Brille. Ich teste sofort die Brille. Teste gern. Ja, ich probiere die Brille. Aber ich schließe nichts dadurch. Im Moment. Ich habe eigentlich gedacht, dass diese Dinger jetzt auf ihn schießen, wenn er sich die Brille holt. Ja, aber das sind auf jeden Fall diese. Also wir werden ihn endlich los. Die das benutzen. Stimmt, das kann Hallo? Da, dafür nutzen. Also wir flüstern. Ich hab nichts gesagt, ja. Hier ist deine Brille. Ah, sehr nice. Soll ich auf. Ja, solche natürlich. Ja, als du die Brille aufziehst, bemerkst du, ja, sie ist tatsächlich komplett blickdicht. Du kannst deine Umgebung noch wahrnehmen, allerdings nur als Computerprojektion innerhalb dieser Brille. Und in dieser Projektion bemerkst du, wie die Kugeln auf den dich umgebenden Säulen plötzlich aktiv zu werden scheinen. Sie erzittern und beginnen sich um sich selbst zu drehen. Also ich glaube übrigens, das sind so Trainingskugeln, die die Soldaten benutzen. Rassistische Kugeln. Wisst ihr? Also die können schießen, diese Kugeln. Ich lache, Chef. Okay. Chef, hier ein Stock. Ich gebe ihm einen Stock. Chef. Die Kugeln drehen sich weiter um sich selbst. Die warten offensichtlich noch. Vielleicht sollten wir alle einen Stock in die Hand nehmen. Es gibt ja doch einige Stecken. Also ich habe 2, ne, oder? Es gibt 2 Übungsstecken auf dem Boden. Ja, dann 2, okay. Möchtest du den nehmen, den zweiten? Ja, ich habe schon mal so aus der Not heraus mit so einem Stock bekämpft zumindest. Die Situation verändert sich nicht. Also als der Stecken... Ich muss noch mal fragen, ich check gerade nicht. Ja. Ja, du kannst die Brille auch übrigens erstmal noch hochziehen, wenn du möchtest. Okay. Kannst du es nochmal erklären? Ja, also ihr seid in einen kreisrunden Raum gekommen. Dort hat der kreisrunde Raum 4 Säulen. Die Säulen tragen jeweils Kugeln, die sich jetzt anfangen, aggressiv um sich selbst zu drehen, die offensichtlich. Moment, du sagst, sie tragen Kugeln. Ja. Also es ist wie so. Ja, das ist so hier da so. Da schweben Kugeln um die Säulen. Nee, die sitzen einfach so. Ja, genau. Ja, so. Und die haben irgendwie sowas und dann. Wie eine Laterne. Warte, geh mal kurz. So, für die Kamera. So sieht das aus. Hier flog eben schon mal das Wort Trainingskugeln durch den. Ja. Ach, du meinst die vom mit dem Laserschwert, die Dinger. Ja, ja, genau. Das habe ich versucht zu sagen. Warum hast du es nicht gesagt? Ja, habe ich ja. Aber warum nicht mit den richtigen Wörtern? Naja, weil ich habe noch nie jemanden mit einem Laserschwert gesehen. Guter Punkt. Kanon. So. Ja, du hast jetzt ein Schwert in der Hand. Ich gebe dir mal testweise noch das zweite. Vielleicht brauchst du ja auch 3 oder so. Du nimmst die Stecken in die Hand und zwar keinen Augenblick zu früh, so wie es scheint. Ob nun zufällig oder durch dein Greifen verursacht,
schießt die Kugel zu deiner Rechten auf dich und trifft dich am rechten Arm. Es schmerzt. Oh. Ein kneifender elektrischer Impuls. Aua! So, und damit kommen wir zu unserem nächsten kleinen Rätsel, für das du jetzt aber bitte die Brille auch wieder aufsetzen musst. Du hast ein Lichtschwert gesehen im vorherigen Raum. Da war so ein Bild, so ein schlecht gemaltes Bild von einem Lichtschwert. Ach, das ist deshalb hast du das erkannt. Das ist ein Lichtschwert. Ja, ja, ja. Ach so. Hm. So. Wir spielen jetzt ein kleines Spiel, bei dem zwar einer ausführt, aber alle mitmachen müssen. Die Kugeln, die sich im Raum befinden, werden jetzt auf den armen Menschen, der sich dem Jedi-Jüngling-Training unterzieht, anfangen zu feuern. Ich befürchte, leider ist keiner von euch machtsensitiv, deswegen wird Risty nicht kommen sehen, die Schüsse. Aber Dumpy ist sehr sensitiv. Können wir kurz unsere Midi-Chlorianer-Werte messen? Nur um sicher zu gehen? Bitte in der Pause. Ja, ich weiß, du kommst drüber. Entsprechend. Sie ist eine Frage noch. Ja, noch gar nicht zu Ende erklärt. Trotzdem kann ich ihm meinen Beskar-Helm anbieten für die Nummer. Wenn noch da drüber passt. Damit zumindest seine Haut geschützt ist, also seine Kopfhaut. Also von dem Schuss, fairerweise, der gerade Riz getroffen hat, das hat gekniffen, aber es ist keinerlei Schaden. Ja, ich brauch doch keinen Helm dafür. Du hältst Schmerz schon aus, ja. Genau, also es ist unangenehm, aber nicht. Es bringt einen nicht um, ne? Ja. So, also, das, was wir jetzt gleich machen werden, ist, diese Kugeln feuern auf Riz. Er kann sie ja nicht sehen. Aber ihr seid ja glücklicherweise da und könnt sie sehen und könnt entsprechend Riz sagen, von wo er die Schüsse abwehren muss. Dafür dann Riz bitte die entsprechende Hand heben, aus der der Schuss kommt. Also schießt eine Kugel von auf deine linke Seite, dann musst du die linke Hand heben, schießt sie auf die rechte Seite, musst die rechte Hand heben und schießt sie vor dich, also frontal von vorne die Kugel, dann musst du sie, genau, und wenn sie von hinten über den Rücken schießt, einfach über die Schultern. Ja, perfekt, okay. Genau so habe ich mir das gedacht. Also, ihr könnt das sehen, ihr müsst ihm sagen, von wo die Geschosskugeln kommen. Und wie schnell, langsam kommen diese? Ich kann ja mal eine Vorführung machen, damit ihr euch mal einen Eindruck machen könnt. Rechts. Aua. Okay, aber kam da jetzt eine... Habe ich die nicht gesehen? Die Kugeln... Rechts. Die groß werden. Ja. Siehst du das? Ja. Die schießen. Ach so. Okay. Das heißt, da musst du dann Bescheid sagen. Ah. Also jetzt müsste er dann seine rechte Hand bewegen. Okay. Du musst dann seine linke Hand bewegen. Und solange die aber noch so groß leuchtet, vorne, muss diese Bewegung schon passieren. Genau. Wahrscheinlich, ne? Und das jetzt hinten. Alles klar soweit? Ja. Mhm. Dann... Sag es ihm alle. Riz, bist du bereit? Okay. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Mhm. Dann ein unfreiwilliges Jedi-Helm-Training. Die erste. Rechts. Vor. Hinten. Links. Rechts. Und vorne. Und? Ja, keine Ahnung, Mann. Hinten. Vorne. Yes. Links. Rechts. Rechts. Hinten. Hinten. Vorne. Voll, das klappt doch. Das klappt doch. So. Eine plötzliche Stille kehrt im Raum ein. Mit einem Mal verebbt das Gewitter der Schüsse. Doch die schießenden Kugeln scheinen nun erst richtig in Betrieb zu kommen. Zunehmend schneller rotieren sie um sich selbst. Sie sind noch nicht fertig mit euch. Damn. Okay, alle bereit für die nächste Runde? Yes. Dann gehen wir langsam los. Links. Rechts. Links. Beide. Achso, beide, ja. Hinten. Vorne. Vorne. Links, rechts, rechts. Beides, ja, links, rechts. Vorne. Knappen. Links. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. Vorne. Hinten. Links, rechts. Da war Trevor. Vorne. Hinten. Links, links, rechts. Vorne. Ja! Sehr gut. Erneut legt sich schlagartig Stille über den Raum. Angespannt werft ihr die Stecken
zur Seite, angepisst über die Situation, aber gleichzeitig auch froh, dass es endlich vorbei ist. Langsam aber stetig nimmt das Rotieren der Kugeln ab und das Drehen der Gefahr stellt sich ein. Zugleich hört ihr draußen im Gang ein Geräusch. Ein grünes Licht flackert auf. Ich renne zurück zur Lichtertür. Ein grünes Licht ist angegangen. Das klingt nach Erfolg. Ihr habt's geschafft. Nicht schlecht. Danke hier an Doom fürs Bauen von Hammer. Dem Teil, ey. Vor allen Dingen auch wieder in viel zu kurzer Zeit. Danke. Das Programm richtig, ne? Du konntest Programm. Die Richtung angeben. Ja, ich habe das hier offen. Crazy. Stark. Oh, cool. Ah ja, ich habe es kurz gesehen. Das hat sich gelohnt. Oh nein, ich bin so unfähig. Na, das wird. Wir haben vorhin schon einen Akku repariert, das kriegen wir auch hin. Wir treffen nochmal eine F4-Einheit, in die wir das fixen. Ja. Okay, Gott sei Dank. Ja, ihr habt es geschafft. Bisher alle Rätsel fantastisch gemeistert. Nice, noch keiner gestorben. Keiner gestorben, noch nicht mal ein Licht nicht angegangen oder so. Also wow. Ich meine, nicht übel. So kann es auch weitergehen im nächsten Raum. Wo wollt ihr hin? Im nächsten Raum. Alles klar. Ist nur noch einer. Ihr geht in Richtung des nächsten Raumes. Da fällt euer Blick aber doch nochmal auf etwas an dem Jedi-Trainingraum. Und zwar ist eine Schublade aus der Wand gefahren. Guck mir die mal an, die Schublade. Guckt euch die Schublade nochmal an. Und ihr findet darin Diskette. Eine Datenkarte. Jetzt haben wir endlich die Nacht der ewigen Strand. Die, was? Nacht über ewigen Strand. Die Nacht über ewigen Strand runterladen. Das soll sehr gut sein, habe ich gesagt. Richtig gut. Ja. Richtig. Laden wir mal runter. Ja. Wollt ihr das machen? Ja. Okay, ihr geht also zurück in den Raum von mit dem Rätselspruch und euch begrüßt das schon bekannte Bild. Die Frage springt euch entgegen, ob ihr Nacht über Ewigem Strand herunterladen wollt. Ja. Okay, bitte Datenträger einlegen. Ja, steckt mal da rein. Datenträger eingelegt, wunderbar. Es kommt eine weitere Meldung. Datenträger überschreiben. Ja. Stopp. Oh. Bevor wir irgendwas überschreiben, würde ich gerne einmal gucken, was auf dem Datenträger drauf ist. Einmal auf den Arbeitsplatz. Okay. Ihr guckt euch an, was auf dem Datenträger drauf ist und findet Race Program Sim. Vielleicht sollten wir die erstmal vielleicht In die, virtuelle Reality-Brille. Ja. In die Holo, in die Simulatorenbrille. Ja, ja. Die Simulatorenbrille natürlich. Genau, ja. VR-Frage, da sind wir schon drüber hinaus. Das klingt sehr gut. Da können old Technology. Old Technology. Vielleicht müssen wir auch schnell hier irgendwie abhauen, dann bist du schon mal trainiert. Ich glaube, also Dampi kann jetzt auch mal. Ja, ich würde es auch, also ich bin auch eigentlich Pilot, auch, ne? Ach, ja. Aber dann würde ich sagen, dass erst Dampi und. Okay, was wollt ihr machen? Ja, wollen wir erstmal die Racing-Sim-Disc in die Datenbrille. Macht eigentlich mehr Sinn. Simulationsbrille. Alles klar. Mit dem Datenträger im Gepäck kehrt ihr in den gewaltigen Raum mit dem Simulator zurück. Ihr steckt den Datenport in die Brille. Und ihr bemerkt sofort, kurz nach dem Einstecken des Datenports schon, beginnt das HUD-Display rigide zu arbeiten. Farben und Lichter flammen über die Rückwand der Simulatorbrille hinweg. Über die Rückwand? Ja, also es projiziert schon, geht schon los. Ja, verstehe. Ja. Hm. Ja, jetzt müssen wir nur noch ausfechten, Dampi oder ich. Wollen wir eine Runde. Ist ein guter Pilot. Ja, soll ich mal ausprobieren? War gut. Ja. Okay. Ich würde das Ding mal umschnallen. Mhm. Und es ballert mir in die Augen. Aber es ist ja auch schon mittendrin. Ich hab's total schon verpasst. Okay, als du den Helm aufsetzt, siehst du vor deinem Auge ein grelles Schauspiel, an das du dich erst einmal gewöhnen musst. Okay. Du erblickst grellen Wüstensand, jubelnde Massen. Das Geräusch von Motoren dröhnt dir in den Ohren. Auf einmal beginnt vor deinen Augen ein Countdown abzulaufen. 10, 9, 8, 7, 6, oh, hier ist ein Steuer, 5, oder? 4, 3, 2, 1. Der Countdown verrinnt. Du spürst hinten im Helm eine Bewegung. Etwas schießt auf die Rückseite deines Kopfes. Im nächsten Moment blitzt es in deinen Augen. Dein Blickfeld wird schwarz. Und als du die Augen wieder aufschlägst, sitzt du in einem Podracer. Ist da Platz für mich als Passenger Seat Princess Backseat Gamerin?
Nein. Der Podracer theoretisch, aber die Brille leider nicht. Moment, das heißt Podracer? Wir haben uns den Namen von unserem Podcast geklaut. Gut, und damit kommen wir gleich zu einer kleinen Podrace-Herausforderung. Vorher machen wir allerdings eine kurze Pause. Oh. Und nach der Werbung geht es dann weiter mit der Frage, wird unser Mandalorianer zum Rendalorianer? Stark. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanz Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind noch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zurück hier beim Star Wars Quiz Adventure. Wir befinden uns im Anblick von Historischem, möglicherweise. Vielleicht steht hier gleich ein neuer Podcast, Podrace-Stern, ganz hoch am Himmel. Da habt ihr mich schon völlig verrückt Podcasten gemacht. Podcasten überlasse ich meinen Spaß. Ja, da stimmte irgendwas nicht. Genau, ihr habt in dem Rätsel im VR-Room, im Simulator-Room, wie auch immer, es erfolgreich geschafft, die Datenplatine in die Brille einzulegen. Die Brille hat daraufhin eine Podrace-Simulation gestartet und die müsst ihr jetzt, ist es jetzt an dir, Valentin, sie zu besiegen. Fühlst du dich dazu bereit? Ja, ich bin sowas Schnelles noch nicht geflogen, aber... Naja, es gibt so Imitatorenrennen, da habe ich mal mitgemacht. Und das ist ganz gut gelaufen und Reflexe wurden früh trainiert. Ich verspreche mir viel. Ich drücke dir die Daumen. Ich meine, es ist eine hohe Tugend in der Galaxis. Gleichzeitig ist es jetzt natürlich nur eine Simulation. Also im Zweifelsfall ist hier vielleicht nicht genau das gleiche Midichlorianer-Potenzial gefordert, wie wenn man das Ganze in der sengenden Sonne Tatooines macht. Ich glaube, es wird trotzdem schön schwer. Ich wünsche dir viel Glück. Okay. Wollte nur ganz kurz sagen, falls du stirbst, mach dir keine Sorgen um deine Frau. Aber es ist ja nur eine Simulation. Also, ich muss ja. Ich glaube an dich. Okay, danke. Ja. Und, auch wenn man in einer Simulation stirbt, dann trennt man sich im echten Leben. Der ist ganz süß. Der ist süß, ne? Ja. Gut, wie geht das hier los? Wo muss ich drücken? Freies Spiel. Wie gesagt, einen sehr guten Scheidungsanwalt. Auf Chorus. Ja. Apropos. Sonne, ist das? Das ist die Sonne Tatooines, ja. Ach so. Ach, der Ark-170 Sternjäger, ein tolles Teil. Weiß nicht. Vorgänger, wie immer. Fand ich besser. Der 160 hatte noch diesen. Kannst du ganz skippen. Das ist absolut richtig. Und viele So, Steuerung wird mir. Die erklärt. Das ist relativ zwei Knöpfe. Ja, klar. Technisch gesehen ist es nur ein Knopf. Technisch gesehen ist es das schnell. Hey! Mann! Das Delay ist aber überkrank. Jetzt geht es in die Pilzmeter. Also ja, sorry, das. Echt nicht. Sehen wir das irgendwo, was er gerade macht? Ist es irgendwie so projiziert irgendwo in den da. Raum? Ihr könnt den ganzen folgen, ja. Okay. Ja, aber da, also, du machst es eigentlich ziemlich gut, finde ich. Das ist ja auch ein Level, jetzt nicht in speziell dieser Iteration, aber das Podrace-Level aus Lego Star Wars ist, glaube ich, auch schon öfter bei unspielbar diskutiert worden. Oder sogar schon mal vorgekommen. So ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Das aus dem ersten Lego Star Wars gilt wirklich als legendär Scheiße. Ich habe es als Kind natürlich tausendfach gespielt. Ich glaube, mit jedem Teil wurde es dann aber ein bisschen angenehmer. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Also ich habe Lego Star Wars auch alles durchgespielt. Ich glaube, bei den Lego-Spielen generell so sehr Achievement-Jäger-mäßig unterwegs. Mm-hmm. Aber ich erinnere mich gar nicht mehr an das Podracen. Bei dem ersten Lego Star Wars 1 musste man noch schnell genug auch einen Abschnitt schaffen. Und jedes Mal, wenn du es nicht geschafft hast, musst du den einfach
nochmal restarten. Und dann, also du konntest diese Level eine halbe Stunde spielen, wenn du wolltest. Und diese braunen Sachen, ne, das sind ja Berge, das muss man ausweichen, nicht einsammeln. Wenn ich gewinnen will, muss ich sie wieder befestigen. Was ist jetzt? Du kannst da drauf zielen und dann kannst du das so ansaugen. Jawohl. Da merkt man die jahrelange Erfahrung im Umgang mit schnell motorisierten Gefährten des Mandalorianers. Das stimmt. Ich bringe auch noch Kohle. Achso, die muss man tatsächlich einsammeln. Ja. Ich dachte gerade, warum fährt der, warum nimmt der jedes einzelne davon mit? Es ist satisfying, diese kleinen Klötzchen noch hier bekommen. Hatte das schon immer so Delay oder ist es eher eine technische Einschränkung gewesen? Das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass der Spielmeister den Controller eben achtlos auf den Boden gepfeffert hat, nee, damit als er euch eine coole Anwendung oder zeigen wollte. Bist du auf den, ich glaube, ich spiele. Du guckst auf den falschen Bildschirm vielleicht. Kann das sein, dass das unserer ist und dass das der Sender ist? Ach so. Ja, ja, tatsächlich. Oh, ja. Viel, viel weniger Delay. Ja. Okay, ja, das, war nämlich, das war nämlich so irgendwas wie eine Sekunde. Deswegen. Ja, das ist der Unterschied zwischen auf dem Rechner fahren, ja, und dann mit den eigenen Augen fahren. Ne? Also warum Luke ja auch den Zielcomputer ausgemacht, ja, klar, hat. Klar, ja. Hey, was hat das für ein Geräusch? Hat mir kotzt am Rand. Entschuldigung. Habt ihr es gehört? Oh. Das ist jetzt, ja genau, sag doch. Hallo. Boah, ist das eine kranke Techno-Musik dabei. Das ist echt, die haben sich hier bei der Simulation nicht lumpen lassen. Nee. Im Film kriegen wir diese orchestrale Unsinnsgeschichte, aber das hört man wirklich im Cockpit, was wir jetzt hören. Ja, okay, das würde ich mir aber auch anmachen. Naja, der hört immer Podcasts. Oh, Platz 1? Letzte Runde und Alter, erst Platz 1, ey, das ist ein Fotofinish. Ey, Walle und Rennspieler. Ey, ne? Ey, der macht das einfach, ne? Ja, was? Ah, das hat Ich wusste es. Hast du mich geglaubt? Ja, ich habe an dich wunderschön geglaubt. Wunderschön. Hätte ich jetzt einen Blaster, würde ich dreimal in die Luft schießen. Jubel, Ekstase, Ausschreitungen, die Menge bebt, umringt dich. Begeistert wirfst du die Arme empor, um ihre Jubelstürme entgegenzunehmen. Ah, ist das ein schönes da Gefühl. Da flackert das Bild vor deinen Augen und du stehst wieder im Simulator. Die Blicke der Gruppe auf dich gerichtet. Ich bin immer noch am Jubeln. Oh, da seid ihr wieder. Ich hatte da drin was, was ganz gut. Nach dem Rennen war noch eine kleine Party und, aber jetzt, wie sieht's hier aus? Ist irgendwas passiert? Sind Lichter vielleicht an- oder ausgegangen? In dem Moment flackert vor der Tür ein grünes Licht auf. Ich renn zur Tür mit den Lichtern. Du kommst dort an und das grüne Licht ist noch nicht an. Doch, da ist es! Du warst einfach zu schnell. Oha. Puh. Ja, geschafft. Wie viel brennen jetzt? Lichter leuchten? Jetzt brennen 6 von 8. 6 von 8? 6 von 7. 6 von 7? 6 von 7. Naja, vielleicht ist das letzte ja einfach der Knopf an der Tür. Aber also, was ist denn jetzt mit der Nacht der ja ewigen... Geradeaus. Genau, wir haben ja noch eine Simulation. Nacht über ewigen Strand. Ja. Ach ja, daran... Kommen wir ja vielleicht noch. Ja, hab ich komplett vergessen. Ja. Achso, aber wollt ihr das jetzt machen? Wollt ihr einmal... Ja. Okay. Dann gehen wir doch noch. Aber was wäre denn passiert, wenn wir es überschrieben hätten? Das machen wir jetzt. Ja, aber wenn wir es vorher nicht gelöst hätten. Ja, dann hätten wir das hier gerade nicht gewinnen können, glaube ich. Dann hätte vielleicht Dumpy irgendwie. Hättest du auch 2 Jahre auf der Middle School gehabt, oder? Okay. Ja, schon so sagen. Möchten Sie Nacht über Evgem Strand herunterladen? Ja. Mhm. Möchten Sie den Datenträger überschreiben? Ja. Backup von Race Program Sim wird gespeichert. Clever. Okay, na gut. Ja, fast schon ein bisschen schade, weil du warst so schlau, nur zu sagen, hey, warte mal, das wurde jetzt nur so mäßig belohnt, aber immerhin blöd diese da Welt mit Backups. Ja, ne? Wie Daten, gemein. Das ist, ja, was hat. Gut, ich nehme an, ihr möchtet euch einem der letzten verbleibenden Räume nähern. Das weiß man nicht. Ja, wir würden das gerne kurz besprechen. Noch einen Raum über? Ja, also ich dachte, wir machen doch jetzt Nacht über. Ja, dachte ich auch. Wir gehen auch wieder zur Simulation. Ja, genau. Und ach so, Nacht, das habt ihr vor. Ja. Ja. Okay, ihr legt die Datei in die Simulatorbrille ein und ihr bemerkt erneut, dass sich auf der Brille etwas tut. Das Hat-Display beginnt zu arbeiten.
Allerdings ist ziemlich deutlich, dass es eine Fehlermeldung auskommt. Oh. What? Ungültige Datei. Nacht über ewigem Strand ist keine Simulation. Okay. Machen wir den vielleicht erstmal mit. Ja, merkwürdig. Ja. Ja, dann gehen wir in den letzten Raum, in dem wir noch nicht waren. Wir haben noch einen Raum über? Es müssen eigentlich noch zwei sein. Dann gehen wir in den VR-Room zweimal. Ist egal. Moment. Ja, ach so, der Druidenraum hat sich tatsächlich ausgetauscht. Ist egal. Ja. Ihr geht in den. Okay, dann würde ich gerne in den ausgetauschten Druidenraum mal gucken. Ja. Ihr geht auf jeden Fall. Oder in einen weiteren. Ah ja, wir haben noch einen über. Ja, ja. Mhm. Ja, glaube ich. Ist egal. Was denn? Ich hab's auch nicht gecheckt. Ja. Ihr habt ja den Hauptgang und dann auf jeder Seite der T-Kreuzung gehen ja sechs. Ja, ich bin gerade noch mal im Kopf durchgegangen. Einer fehlt noch. Ja, ja. Da müssten immer noch zwei fehlen. Was? Egal. Okay. Ja, dann. Wir nehmen einfach den nächsten. Ja. Aber mein Wookie ist gut. Werkstatt? Schon bevor ihr in den dunklen Kreuzungsraum verlasst, registriert ihr ein sich bewegendes Lichtschimmern aus dem Raum, den ihr jetzt betreten möchtet. Euch wird schnell die Ursache klar. Eine gewaltige Fensterfront offenbart euch den Blick auf den vorbeiziehenden Hyperraum, den ihr Raum betretet. Ob nur eine Täuschung oder ein wirklicher Flug, der auf eure Iris einprasselt, das lässt sich kaum sagen. Die Fensterfront umspannt den ganzen Raum und dieser Raum beinhaltet eine typische Raumschiffkajüte. Mit Sofas, mit Hängnetzen von der Decke, mit verschiedenen Luken, mit Fluchtkapseln und so weiter und so fort. Das ist alles da angedeutet, bis auch sofort drin vorzufinden. Und, was natürlich nicht fehlen darf, ein Holoschacht. Durch diese Fluchtkapsel, wird das was bringen? Können wir damit fliehen? Du bemerkst, es sind Attrappen. Ah. Ich zeige auf das Holoschachbrett und würde mich sofort hinsetzen. Ja, ich weiß, Dumpy, du liebst Holoschach, aber dafür ist doch jetzt wirklich keine Zeit. Ja, er hat auch ein bisschen gezockt. Na gut. Ja. Ja. Es ist fair. Okay. Okay. Ja. Dumpy, dann spiel halt Holoschach. Ihr setzt euch an das kreisrunde Spielfeld und ihr bemerkt, dass eine Partie bereits vorab eingespeichert gewesen ist. Jetzt muss man dazu sagen, Holoschach ist natürlich ein absoluter Klassiker unter den Raumfahrer und Raumfahrerinnen der Galaxis. Gerne stellt man sich darin auch gegenseitig Rätsel und Aufgaben. Und eine dieser Aufgaben, die kennt ihr alle, stürzt den Wookie. Und eine Partie von stürzt den Wookie ist auch eingetragen. Also ich kenne nur lass den Wookie gewinnen. Ja, das ist die Gegenstrategie, wenn man eben ein Droide ist. Ach, aber so. Es gibt doch die Variante stürzt den Wookie, okay, die eigentlich das Original darstellt. Mm. Mit Droiden nur sehr schwer. Na gut. Man muss schon sehr klug sein, um den Wookie zu stürzen. Mm. Also, das Brett sieht wie folgt aus. Ich habe es hier auf meinem Rechner einmal für euch geöffnet. In der Mitte des Feldes befindet sich der Wookie. Mhm. Könnt ihr ihn spielen. Er ist umringt von verschiedenen Spielfiguren, mit denen ihr jetzt den Wookie stürzen müsst. Ein Sternzerstörer, ein Scout Trooper, republikanischer Überwachungsturm, eine Überschallgranate, eine R2-Einheit, eine parsanische Riesenschlange, eine Mandalore-Zeremonienmeisterin, ein Zabrak und ein Torwächter-Droide sind hier zu sehen. Ihr werdet die Namen nicht behalten haben. Das ist auch ganz normal, das sind viele Namen. Ich habe sie hier euch auch nochmal einzeln aufgeführt. Sehr gut. Ihr könnt sie dann. Ich habe auch eine Ansicht für euch, da ist alles drauf, aber das ist halt viel. Denn ich kann die gerne für euch offen lassen. Ja. Ansonsten könnt ihr euch auch immer abwechselnd mit dem Wookiee-Schauspiel und den Einheiten, die ihr zur Verfügung habt, um den Wookie zu stürzen, auseinandersetzen. Das ist eure Aufgabe. Der Wookie muss aus der Mitte vertrieben werden. Es tut mir leid, Dumpy, das ist immer das Rätsel. Ja. Ihr könnt mit den Figuren diesen Wookie angreifen. Also quasi, ihr könnt mir sagen, welche Art Einheit den Wookie attackieren soll. Aber weiß jemand von euch, wie die Figuren sich bewegen auf dem Schachbrett? Nein. Diese Figuren ziehen alle einfach in die Mitte. Ah. Also das ist eine Variante des Holoschachs, die eben vor allen Dingen auf Rätsel basiert. Hä? Und können wir die Figuren seitlich bewegen? Also ich versuche mal, die Schlange aufs schwarze Feld links davon zu stellen. Das kannst du machen.
aber... Nee, aber die Schlange auf... Was passiert, wenn wir jetzt die Schlange auf den Wookie machen? Die Schlange auf den Wookie, die parsanische Riesenschlange auf den Wookie, der Wookie nimmt die Schlange, frisst sie und das Spiel startet neu. Dann geht's wahrscheinlich um eine Reihenfolge. Okay, was passiert, wenn der Sternzerstörer auf den Wookie geht? Der Sternzerstörer attackiert den Wookie und der Wookie verliert ein bisschen von seinem Lebensbalken. Oh. Wie viel Leben hat er denn noch? Noch stattlich. Also es waren so um die 10%. Dann greifen wir nochmal mit dem Sternzerstörer an, bis er tot ist. Der Sternzerstörer ist jetzt aus dem Spiel. Ah, okay. Ah, okay, man muss die Regeln, sind... Ich würde diese Granate auf den Wookie schieben. Die Überschallgranate. Du wirfst die Granate auf den Wookie, der Wookie fängt sie, wirft sie zurück und das Spiel ist vorbei und startet sich neu. Ich würde mal anfangs versuchen, mit dem Wookie zu reden, mit diesem Ding, was Achuta Brinka sagt. Du nutzt den Torwächter-Druiden, um mit dem Wookie in Kontakt zu treten, wie auch immer. Und der Wookie reißt dem Druiden den Arm aus dem Hauptgelenk. Ja, okay. Schade. Ja, aber das Spiel wieder. Läuft doch. Wieder? Es startet wieder neu? Es startet wieder neu. Ja, okay. Entschuldigung. Ja. Okay. Also sobald der Wookie... Wir müssen einmal alles durchmachen, oder? Ja, also, ne? Was ist mit R2? Jetzt sofort? Ja. Okay, also die R2-Einheit attackiert den Wookie und der Wookie dreht der R2-Einheit den Arm aus dem Gelenk. Und das Spiel startet neu. Okay. Ja, also Sternzerstörer nochmal? Der Sternzerstörer attackiert den Wookie und der Wookie verliert 10% seiner Lebens. Also das ist immer der Erste. Ja, vielleicht nicht. Vielleicht kann ja irgendein anderer ihn schwächen und dann macht der Sternzerstörer vielleicht sogar mehr Schaden. Moment, 10%, das sind aber nur 9 Symbole. Sie sicher? Da gibt vielleicht irgendwas mehr. Einfach. Circa 10% außerdem, ne? Weil die Prozentrechnung mich verlassen hat. Übrigens, ihr seht hier unten ja eine große 4 eingeblendet auf dem Bild. Schmieden. Ihr habt also 4 Züge. Kann ich nochmal die Legende bekommen und nochmal wissen, wie dieser Bruder von Darth Maul, wie die Rasse heißt? Ja, Moment. Also das ist doch die... Das ist die Art, ja. Die heißt Zabrak. Zabrak. Also Darth Maul ist ein Zabrak. Ja, da gibt's... Müssen wir mal einen Clone Wars Talk zu machen. Müssen wir mal anders drüber reden. Gut, und dann würde ich einfach mal versuchen, was der Zabrak mit dem Wookie macht. Okay, also ihr habt jetzt den Sternzerstörer auf den Wookie angewendet und als nächstes ist der Zabrak. Hm. Der Zabrak attackiert den Wookie. Dieser packt ihn bei den Hörnern, reißt die Hörner raus, sticht sie dem Zabrak in die Augen. Der Zabrak fällt tot nach hinten, das Spiel startet noch. Wahnsinn, Dumpy, kannst du auch so viel Cooles? Wow. Ja, kannst dir gerne mal zeigen, sagt er. Oh Gott, ja, bitte an den Gegnern. Was macht denn der republikanische Überwachungsturm? Du nimmst den republikanischen Überwachungsturm und lässt ihn auf den Wookie schießen. Der Wookie duckt sich, rennt auf den Turm zu, stößt ihn um. Klar. Und das Spiel startet neu. Gut. Kann man... Also, die können sich alle um einen bewegen, ne? Ich glaube, das spielt keine Rolle. Können wir nochmal... Wir gehen ja alle auf ihn drauf. Ja, aber ich habe mir gerade überlegt, könnte nicht der Zabrak diese Granate nehmen? Aber die ist leider zu weit weg. Können die? Es passiert nichts, wenn man benutze Zabrak mit Granate. Zabrak. Können die auch gleich alle gleichzeitig angreifen? Nee, das geht nicht. Können die zurücksteppen ein Feld? Könnt ihr machen, ja. Es geht. Es geht, aber wie gesagt, es ist halt eine Variante, stürzt den Wookie. Also es geht nicht um die Ausgefeiltheit der Züge, es geht einfach um. Was hat die Schlange Logik noch an, die alle weggeworfen? Den haben wir nicht, den Zeremonienmeister oder Meister. Haben wir noch nicht, stimmt, ja. Okay, also die Mandalore-Zeremonienmeisterin attackiert den Wookie. Der Wookie weicht dem Schlag der Zeremonienmeisterin aus, nimmt ihren Helm. Lacht sie aus, weil sie nicht mehr dem Weg folgt, tritt sie an sehr unangenehmen Stellen und das Spiel schadet. Bisschen respektloses Spiel. Hatten wir alle nicht. Scout Trooper hatten wir noch nicht. Ja. Der Scout Trooper zieht seine Pistole, schießt auf den Wookie. Der Wookie verliert merklich Leben. Oha. Okay, also Scout Trooper, dann kommt jetzt der Sternzerstörer. Der Sternzerstörer fliegt auf den Wookie.
Der Wookie wird plötzlich zu einer King Kong-artigen Move-Gestalt fähig, schnappt den Sternzerstörer, schlägt ihn aufs Brett und das Spiel startet neu. Okay, dann würde ich gerne jetzt mal den Sternzerstörer und dann den Trooper. Ja. Der Sternzerstörer macht Schaden. Der Trooper schießt auf den Wookie. Der Wookie weicht dem Schuss auf, rennt auf den Trooper zu, tritt ihn, wie er die Zeremonienmeisterin getreten hat, und das Spiel startet neu. Moment, nach welcher Logik soll das denn hier eigentlich funktionieren? Oh, das ist ja... Pass auf, dann der Scout und dann die Zeremonienmeisterin. Der Scout trifft, macht wieder sein ordentliches Brettschaden. Die Zeremonienmeisterin wird wieder... Ach so, okay. Ich dachte, der wäre jetzt noch so gestunt vielleicht. Hat das was vielleicht... Den Wookie. Hat das was mit... Guck mal, warum ist denn Stürz groß geschrieben? ...zu tun... Ah. Ich, ja. Der muss. Sternzerstörer oder Scout-Trooper? Dann, Torwächter drüber. Dann Überschallgranate. Dann republikanische Überwachungs- oder R2-Einheit. Können wir das Stück für Stück machen? Und dann Sauer. Ich muss mir das, müsst das merken. Okay, also. Entweder fangen wir mit. Sternzerstörer. Können wir die Übersicht haben, wo wir beides drauf haben? Ja. Das ist, glaube ich, einfacher. Ich glaube übrigens, der Scout, der hat ja genau 50% des Lebens abgezogen. Habe ich das richtig verstanden? Viel auf jeden Fall. Viel. Merke viel. Ja, weil der ist für mich eher so ein Finisher. Also nein. Ja, aber er macht das ja nur, wenn er es als erstes macht. Der macht ja je nachdem, an welcher Position das stimmt, du bist, macht man ja andere Sachen. Dann machen wir jetzt erst Sternzerstörer. Mhm. Geht. Dann Torwächter. Ja. Der Torwächter wird vom Wookie besiegt. Okay, dann müssen wir Scout und dann Torwächter. Hey, Moment, nochmal bitte. Entschuldigung, jetzt habe ich erst Sternzerstörer, dann Torwächter. Torwächter. Ah, ja, nee. Ach so, doch. Dann passiert was. Entschuldigung, da war ich jetzt voreilig. Der Torwächter-Druide sticht mit seinem Auge dem Wookie ins Auge. Dann nehmen wir jetzt die Überschallgranate. Der Wookie fängt die Granate, wirft sie zurück und das Spiel ist vorbei. Hä? Also Sternzerstörer, Torwächter und jetzt... könnte man die Schlange machen. Aber wir haben doch gerade schon etabliert, dass es wahrscheinlich die Anfangsbuchstaben sind. Also Stürz ist groß geschrieben, den Wookie. Das heißt, wir müssen in der Reihenfolge... Warum du sagst, es wäre etabliert? Das hast du doch gerade selber... Ich habe nur gesagt, dass da Stürz groß steht, aber ich habe nicht darauf geachtet, dass das irgendwas mit den Wörtern dazu tun hat. Ja, aber S und T hat funktioniert. Tatsächlich. Sternzerstörer und Torwächter. Aber S, T... Genau, das wäre aber... Dann Überschallgranate? Hat nicht funktioniert. Das heißt, wir würden jetzt das andere S, T und dann Ü probieren. Also jetzt den Scout-Trooper. Scout-Trooper. Ja, was? Also jetzt den Scout-Trooper schiebe ich drauf. Funktioniert. Dann Torwächter. Funktioniert nicht. Hä? Ich glaube, dann ist das nicht die Lösung des Rätsels. Nein, ich weiß es. Oder? Das muss das ST vom Sternzerstörer. Ah. Also, Sternzerstörer... Ja, geht? Überschallgranate. Geht nicht. Ach, du aber warum sollte das denn auch was damit zu tun haben? Glaubt ihr nicht eher, dass es so, dass wir gucken müssen, wie er sich danach verhält? Also zum Beispiel, nachdem der Torwächter dir das Auge ausgestochen hat, dann kann vielleicht die. Aber du hast doch die Anfangsbuchstaben. Ja. Hast du doch. Ihr wisst auch alle, also jetzt, wo ihr wieder ein bisschen gespielt habt, wird euch allen klar, doch. Das hatte doch was damit zu tun. Das, was groß ist, ist relevant für dieses Spiel. Das hat was mit der Logik des Spiels. Wie? Was groß ist? Das, was groß geschrieben ist. Ach so, gut. Dann machen wir erst Sternzerstörer. Ja. Dann Torwächter-Druide. Mhm. Dann republikanischer Überwachungsturm. Jawohl, der Überwachungsturm schießt den Wookie so richtig. Ah. Jetzt. Okay, wegen dann die parsanische Riesenschlange. Die Riesenschlange beißt dem Wookie in den anderen Fuß. Aber eure Züge sind aufgebraucht. Der Wookie schnappt sich der Reihe nach all eure übrig gebliebenen Figuren. Ja. Also, es ist der Scout-Trooper. Trifft. Es ist... Ach so, Scout, ST. Es ist der Torwächter. Ne, ich habe noch eine andere Idee. Der Torwächter aber die, wird vom Wookie... Die Idee ist gut, Chef. Erst Scout-Trooper. Ja. Dann... Überschall, oder? Nee, der republikanische Über. Achso, ja, nee. Der Wookie hat recht. Also, dann Scout Trooper auf 1. Trifft. Republikanischer Überwachungsturm. Ja. Jawohl. Parsanische Riesenschlange. Ins Fußchen. Nein. Sabrak. Ja.
Der Zabrak nimmt die Hörner runter, rennt auf den Wookie zu und trifft ihn empfindlich. Super von uns beiden, Dami. Nachdem ihr den letzten Zug absetzt, hört der virtuelle Wookie unzufrieden auf. Die Spielfigur rudert mit den Armen. Es ist nur ein Spiel. Dann fällt er aus der Mitte des Feldes auf das hinterliegende Feld. Ein weiteres Dann flackert die Figur des Wookie und er verschwindet. Willst du das Hattrick zu Klump hauen? Ich hab was, was ich sonst... Achso, ja. Gut. Das reicht. Vor der Tür flackert ein grünes Licht auf. Ich renne zur Tür mit den Lichtern. Auch dort ein grünes Licht. Sehr schön. Er sagt, das Licht ist angegangen. Ach. Das verstehen wir mittlerweile. Ja, so langsam Licht hört es Er spricht Dialekt. Ja, ist schwierig. Ja, ich hatte an der Alderaan Universität ein Semester lang Wookie. Oh, die feine Prinzessin war an der Universität. Ich bin keine Prinzessin. Ich bin beeindruckt. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Hm. Muss ich sagen. Wäre ich jetzt komplett derailed, wenn du nicht aber ihr habt schon gemerkt, das war ja damals in den Regeln so. Weil ich dachte so, ihr seid völlig auf dem Holzweg. Dabei war es genau das. Bereit für den letzten Raum? Ist der Raum. Ist das jetzt der... Das ist der... Der große Raum. Nein, es ist die verbliebene Abzweigung, die ihr noch habt. Ich weiß immer noch nicht, wo die sein sollen. Wir haben gerade nochmal gezählt. Ja. Also du meinst wirklich, der Druidenraum hat sich in einen anderen verwandelt, weil er also ihr wart eine andere Druidenraum, Option gibt. Ja. Ihr wart im VR-Room, waren wir ja zweimal. Dann wart ihr in dem Raum mit den Displays. Zeichengedöns, genau. Dann wart ihr in dem Raum mit den Padawan-Training. Mit dem Padawan-Training, genau. Dann wer wird Millionär? Sind fünf. Das sind fünf. Und jetzt waren wir gerade in dem letzten. Der Druidenraum hat sich verwandelt! Danke, darauf wollte ich hinaus. Nee, vielleicht war ja auch was in einem Raum und wir haben es vermischt. Oder vielleicht war irgendwo noch eine Geheimtür, die wir nicht vielleicht gesehen haben. Vielleicht sollte man solche Rätsel nicht bis 0 Uhr machen oder bis 3 Uhr. Egal, das sind alles Dinge, die nicht so relevant sind wie der Raum, den ihr jetzt zuletzt betretet. Ihr geht durch den letzten euch noch unbekannten Torbogen und betretet die verbliebene letzte Kammer. Eure Füße sinken in den Boden ein. Eure Stapfen verursachen rieselnde, tiefe Krater in dem Sand, der den ganzen Raum ausfüllt. Die Luft ist kühl, fühlt sich aber an, als wäre sie bis vor kurzem noch durch eine sengende Sonne unbarmherzig aufgehitzt worden. Der Raum, in dem ihr euch befindet, bestätigt diesen Eindruck. Es scheint Abend oder frühe Nacht zu sein. Im Halbdunkeln könnt ihr Wände aus braunem Fell oder Stoff sowie Äste ausmachen. Ihr scheint euch in einer Art von Zelt zu befinden. Im Raum scheint eine leise, weiche Frauenstimme zu summen, zu singen, zu murmeln. Und an der linken Seite des Raums seht ihr im Sand ein etwa 1 Meter hohes Musikinstrument. Also ist es tatsächlich ein tatsächliches Musikinstrument oder ist es ein Bild, ein... Als ihr näher geht, stellt ihr fest, es ist tatsächlich ein mechanisches Xylophon. Mhm. Also quasi der Unterbau aus Technik, aber die Klangstäbe obendrauf sind aus den Hörnern von Bantas gefertigt. Oh, was? Die sind auch Hörner von Banta-Hörnern. Mhm. Ja. Ihr könnt allerdings... Ist das nicht illegal, Banta-Hörner zu... Kommt auf den Planet an. Manche haben es legalisiert. Ja, auf Tatooine ist alles egal. Ja. Auf Jakku wird das sehr bestraft. Jakku ist aber auch sehr konservativ. Ja. Rund um die mechanische Instrumentatur da könnt ihr keinerlei Klangstab ausmachen. Mhm. Ihr findet allerdings unterhalb der Banta-Hörner tatsächlich Tasten, mechanische Tasten. Mhm. Außerdem an der Seite des Gerätes ein Datenport. Ich wollte gerade fragen, ist irgendwo ein Datenport? Da machen wir doch direkt mal die Nacht über ewigem Strand rein. Ja. Die Nacht über ewigem Strand. Ihr packt sie in das Xylophon und es beginnt zu rattern und zu arbeiten. Und ein Lied beginnt auf dem Xylophon gespielt zu werden. Dieses Lied werden wir uns jetzt gleich einmal gemeinsam anhören. Ich möchte darauf hinweisen, passt bitte gut auf. Vielleicht müsst ihr es in kurzer Zeit replizieren können.
Okay. Dann lasst uns einmal rein. Hast du das schon angefangen? Das war's. Können wir das bitte nochmal abspielen? Können das gleich gerne noch einmal abspielen. Ich möchte an dieser Stelle aber eigentlich, sollten wir schon mal die Instrumentatur für euch aufbauen. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee, dass ihr euch auch mit dem Xylophongerät selbst schon einmal vertraut machen könnt. Dafür bitte ich meine wunderbare helfende Hand, mir einmal kurz die technischen Instrumente dafür in die Hand zu drücken. Der gute Tim, der hier heute diese Sendung mitschmeißt. Ach so, Sie sind bei... Was ist hier? Ach so. Guck mal, da war er schlauer als ich. Ich Dankeschön. Ich habe eine Klaviatur gefunden. Oh. Das brauchen wir, glaube ich. Genau. Ja, das stimmt vielleicht auch nicht. Ja. Probiert gerne mal. Gut. Ihr könnt mit der Maus spielen, ihr könnt aber auch die Tasten drücken. Ja. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ah, okay. Ja, ist klar. So. Ich mach das hier mal weg. Sorry. So. Okay. Gut. Gut. Dann können wir uns doch noch einmal anhören, was da gerade das Xylophon zum Besten gegeben hat. Jetzt haben die Zahlen gefehlt. Nee, doch, war dabei. Ja, ich glaube, es gab hier verschiedene Holo-Quellen quasi. Genau, da seht ihr jetzt, das ist euers hier unten. Und da auf dem Bildschirm, da könnt ihr sehen, was in dem... Auf welchen jetzt? Hier sind drei Bildschirme. Ja, der da oben. Bitte noch einmal, liebes Xylophon, treller es uns noch einmal vor. Gerne. Wir können auch, bevor wir mit mal testen schon, weil wir haben ja schon... Ich habe schon ein paar. Ja. Und dann kommt irgendwas anderes, was ich noch nicht kenne. Ja, deshalb wollten wir es dann nochmal angucken. Achso, ich dachte... Ja, ich dachte, ich wollte schon mal sagen, hey, das klang so ähnlich oder so. Hey, das klang so ähnlich. Wow, das ist nochmal mit den Zahlen sehen? Ja. Ja, okay. Dann gerne nochmal. Dankeschön. Hier. Yeah. Okay, ich hab's jetzt auch. Nein, deine Brille! Oh Gott! Oh Gott! Riss! Ich probier's dann mal. Hoffentlich ist da jetzt kein Riss drin. Ah. Wollt ihr mal abgleichen, was ihr beide habt? Ja, stimmt, ja. Also wir 1, 2, 3, 4. 7, 8, 7, 8, 7, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ah, ich hab eine 3 zu 4. Ja. Okay. 1, 2, 1. Ja, das kann sein. Tick, geh mal kurz, würdest du mal probieren? Nein. Wollt ihr spielen? Tu es? Ja, wir spielen. Ja. Spielen. Ich tue es. Nee, das war's noch nicht. Nee, 1, 2, 3, 1. Ja, 1, 2, 3, 1 hatte ich eben, aber das war auch falsch. Alter, also, ihr könnt es euch auch noch mal anhören. Ich würde es mal anhören und genau auf Ende achten, was dann... Aber die Zahlen haben wir jetzt, glaube ich. Ja, mal gucken. Let's go. Ah, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Okay, dann versuche ich es nochmal. Ich würde sagen, das klang doch ganz gut. Sehr stark, sehr stark. Wow. Ja, vielen Dank. Könntest du mir öfter vorspielen? Ja, das ist ein schönes Lied, ne? Ja. Das habe ich jetzt gelernt, das merke ich mir. Will ich mal auf meinem Space-Harmonika gelöst. Die Klänge wabern durchs Zelt und erwecken eine Stimme in dem Raum. Zeit ins Bett zu gehen, mein Kleiner. Gute Nacht. Zeit ins Bett zu gehen. Träum was Schönes, säuselt eine Frauenstimme. Und dann beginnt noch eine zweite Melodie auf dem Xylophon. Oh. Extra schneller weitergesprochen, aber nicht schnell genug. Ups, ich will zurück. So. Okay. Okay, das hier funktioniert.
Seid ihr bereit? Ja. Mit Zauber oder ohne? Willst du diesmal spielen? Ich bin sehr unmusikalisch, muss ich zugeben. Wir können auch mal tauschen, wollte ich nur sagen, aber lass mal reinhören. Mhm. Ende war ein bisschen schnell jetzt für mich. Ja, wir können es uns auch gerne nochmal anhören. Sehr gerne. Moment, da war eine 9? Ja, da war eine 9. Also musst du C oder ne, kannst du ja auch H und D. Wie soll das denn gehen? Sechs, eins, okay. Aber wir haben keine 9, oder? Haben wir 9? Ja, pass auf. Ich glaube, das war ein G. Wir haben aber ja ein anderes G. Wir haben also die 5. Ja, stimmt. Da habe ich das falsch eingestellt. Ja, das kann ich ja mal eben machen. Ja. Ach Gott. Ja. Ich will mal gucken, was sich verändert. Das bringt schon mal gar nichts. Maßstab ist schon mal Quatsch. Bezeichnung, Farben, hier vielleicht... Nee, entdeck was Neues, ist es nicht. Kann man hier vielleicht oben noch? Hier ist noch so ein Burger-Menü. Boah. Ach, scheiße, ey. Tut mir leid. Ja, vielleicht schlimm. Ist es nur einfach, wird es nicht abgebildet? Kann das sein? Vielleicht, warte mal, drück mal die 9. Ach so, ja. Nee. Nee. Die ist raus. Ja, vielleicht kann ich es hier noch größer, kleiner machen, bringt aber auch nichts. Ach. Ah, oh, wow. Okay. Dann. Was war es jetzt? Ich habe reloaded. Ach so. Aber stark. Die Cookies gleichzeitig gelöscht. Naja. Ah. Aber jetzt haben wir noch ein. Aber okay. Das Moment mal, die 9 ist jetzt ein D und kein G mehr. Ja. Ich habe jetzt eine andere Tonleiter hier reingewurschtelt, aber was hat sich denn nun hier verändert? Aber das sollte eigentlich keine. Doremi. Musst du mal. Boomchaka, was? Doremi. Doremi. Was heißt das? Da, es das steht doch schon, da. Das passt schon. Nee, das. Wo denn? Hier irgendwo. Doremi, da rechts, daneben. Da. Da, okay, danke. Ja. Nee. Na, das ist komplett falsch. Region abhängig, Alphabet. Dann setze ich mal alles auf aber eine das Karte, sodass das war nicht schlecht gewesen. Ja. Dann aber das passt schon. Oder? Ich glaube, das sind ich die richtigen Noten. So viele. Es klingt ja gleich. Ja, ja und es ist jetzt ja einfach nur eine mehr, oder nicht? Es sind ja einfach nur Noten, zwei sind mehr, ja immer gleich. Ja, aber also, die 9 brauchst stimmt. Du ja. Die 9 brauchst du jetzt, ja. Die 9 hast du ja auch. Zwei Jahre an der Mittelschule. Ja, finde ich verrückt, wie wir jetzt gerade in diesem Raum noch zusätzliche Tasten gefunden haben und das noch so ein bisschen umgebaut haben, damit wir die andere Melodie auch spielen können. Ja. Remix! Ja. Geil. Okay, dann schaffst du es schon oder so, willst du den mal anhören? Ich würde es einmal probieren, tatsächlich. Gerne. Hier war zu viel. Ah, okay. 1, 2, 3, 6, 1. Ah, ja. Okay, dann mach ich's nochmal. Oh, ja! Klar! Da schließe ich mich gut an. Gut gemacht! Cool, also. Ach, Rhythmusgefühl ist vorhanden in dieser Gruppe. Schön. Stark. Euer letzter gespielter Ton hängt noch einen Moment in der Luft, wabert durch den Raum, streichelt den Sand, umschwebt die Stoffwände. Schön. Die ferne Stimme seufzt. Wollen dann wir eine Band gründen, wenn wir hier ein rausgehen? Grimmiges, bitte. Leises aus der Ferne. Wir könnten dich adoptieren. Und vor der Tür geht ein grünes Licht. Ich renne zur Tür mit den Lichtern. Schön. Alle grünen Lichter sind aktiv. Einladend und in der Mitte der Tür würde aus dem roten Spalt ein grüner. Da scheint sich was getan zu haben. Ja, wir gehen da natürlich durch. Ja? Also ein letztes Mal durch den T-Flur, ein letztes Mal zum großen Tor und ihr drückt auf den Türöffner in dem grünen Spalt. Die Tür öffnet sich und was dahinter verborgen ist, das erfahren wir nach einer kleinen Unterbrechung. Und dann sehen wir uns hier mit dem Finale des Abenteuers gleich wieder.
Einen wunderschönen, ihr Wunderschönen. Herzlich willkommen zurück zum Star Wars Quiz Adventure. Wir gehen in die finale heiße Phase. Ihr habt es geschafft, euch durch die bisherigen Rätsel wirklich fantastisch durchzumanövrieren. Ich habe sehr großen Respekt vor euch. Bei all den Leuten, die ich das Skript auch vorab schon so gegeben habe, die meinen, oh ja, das ist ja gut, das ist auch ein bisschen herausfordernd. Und das sind Menschen, die gefühlt morgens zum Zähneputzen schon die Trilogie einmal durchgucken, würde ich sagen. Also großen Respekt. Jetzt kommt der Lohn für eure Mühen langsam auf euch zu. Ihr habt es ja geschafft, die große Tür, die diese T-Kreuzung abgeschlossen hat, in dem kleinen Hauptgang, der von ihr abzweigte, zu öffnen. Und könnt nun langsam erkennen, was sich hinter der Tür befindet. Achtung! Viele Eindrücke. Ich sag's schon mal davor. Uiuiui. Der Raum, der nun vor euch liegt, ist fast eine Art Oval. Eine 4 Meter hohe Decke läuft links und rechts in 2 vollkommen geschwungene runde Übergänge zwischen Wand und Decke bzw. Boden. Der Raum ist breit, komfortabel. Seine Einrichtung ist luxuriös und ebenfalls geschwungen im Design. Statuen mit Flügeln, steinerne Abbilder in rot gewandelter Königinnen, sie alle stehen im Raum. Ihr seht ein großes Bett für 2 Personen. Prächtige Holzschränke sind zu entdecken. Aus einem lugt ein kunstvolles Kleid hervor. Es sind viele Eindrücke, aber ich hoffe, also es ist gar nicht so, entschuldigt, dass ich das jetzt kurz dazwischen grätsche, ist gar nicht so rätselrelevant, sondern ihr kommt quasi gerade in einen der besondersten Räume des Abenteuers einfach. Okay, ich verfahre fort. An einer Stelle des Raums läuft auf einem Display die Aufnahme eines Wasserfalls, den man nur als das Naturwunder von Naboo bezeichnen kann. Davor ist im Raum ein weißes Stück Steingeländer angebracht, sehr sandig. Daneben ist eingerahmt die geflickte, graubraune Kleidung eines Kindes, in einem Rahmen eingelassen an der Wand. Doch das markanteste Merkmal im Raum sind die Bilder. Bilder einer jungen Frau, mal mit dunklen Haaren, mal mit völlig weiß geschminktem Gesicht, mal mit einer, dümmlich wirkenden Krone auf dem Kopf. Ihr scheint das alles hier gewidmet zu sein, der ganze Raum. Doch für euch die vermutlich wichtigere Info: Am Ende des Raumes seht ihr ein Raumschiff stehen. Oh, welches? Wenn ihr den Raum durchqueren wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt euch da auch noch ein bisschen umschauen. Ich sprinte auf das Raumschiff zu. Und schließe die Tür hinter mir. Gut, ich bin raus, ihr Wichser. Ja, und schau mir die Modellbezeichnung an. Dir kommt übrigens die Frau bekannt vor. Das ist eine, hast du sie schon mal im Senat irgendwie... Nur ich persönlich? Ihr alle. Also, okay. Je näher ihr dem Bild kommt, desto mehr könnt ihr erkennen, dass es eine Senatorin ist, die alle... Das ist Padma Amidala. Du kennst sie ja. Na klar, ich kenne die, ja. Als Politikerin kenne ich die, ja. Ja, ich hörte von ihr, ja. Ja. Okay, das ist sie also, ja. Mhm. Ja. Okay. Als ihr den ovalen Raum verlasst, steht ihr plötzlich an einem eher noch beeindruckenderen Schauspiel. Zumindest aus Sicht von Menschen. Es ist nur mit dem Raumschiff. Ja, kommt doch jetzt! Eine gigantische hohe Halle erstreckt sich vor euch. Eine Art Hangar. An dessen Seiten seht ihr Flitzer. Man kann es nicht anders sagen. Ein gelbes Shuttle mit offenem Dach. Mark von Coruscant. Vor allem ihr natürlich. Ein Jedi-Kreuzer. Das kommt dir vor allem bekannt vor. Noch aus den Klonkriegen ist dort aufgebaut. Auch noch weitere Fluggefährte könnt ihr erkennen. Sogar Teile des Podracers, den ihr eben im Simulationsgedöns gefahren seid. Aber das Raumschiff, was euren Blick angezogen hat. Ja, natürlich. Es besteht aus einem relativ breiten Korpus. An der Seite ist ein Flügelabspreiz mit einer Kanone enden. Oben auf dem Dach eine weitere Kanone. Und unten, unter dem einen Flügel abgeklappt, noch ein Flügel, den man offenbar ausfahren kann, wenn das Raumschiff abhebt. Es ist, man muss es leider so sagen, eher eine Schrottlaube. Wirkt geflickt und dann nochmal geflickt, nachdem es einmal komplett zerstört wurde. Aber in eurer Situation könnt ihr natürlich jetzt nicht auch so wahnsinnig wählerisch sein. Okay. Kannst du es nochmal beschreiben? Es ist ein Raumschiff. Ja. Mehr ist nicht. Also wir sehen, wir sehen ein Raumschiff. Es geht nicht darum, dass wir rausfinden, was das für ein Raumschiff ist. Nein. Aber Moment, wir sehen in diesem Hangar ein Raumschiff. Es ist ein großes Raumschiff und es sind mehrere kleine Raumschiffe. Aber diese kleineren Raumschiffe sind nicht geeignet für euch als Gruppe, sind teilweise auch nicht funktionsfähig.
die Decken, okay. die Cockpitfenster sind kaputt und sonst wie. Müssen wir das? Es ist einfach eine Ansammlung von, ja, man muss wohl sagen, Erinnerungsstücken. Ich würde sagen, ein abgewandelter B-Wing. Also können wir jetzt ins Raumschiff oder nicht? Wahrscheinlich schon. Wollt ihr es versuchen? Ja. Okay, ihr versucht's. Türleiter zu. Oh, okay. Ja, machen wir es auf. Türleiter nur aufmachbar über Programm. Ja, dann machen wir Dumpy, das. Dumpy, kannst du einmal Programm. Ich hau gegen die Tür. Jetzt lass raus gegen die Tür. Er fühlt sich schon ganz unwichtig. Dumpy. Und du wirst wieder Sachen öffnen können leider mit der Kraft deiner Kraft. Es klappt leider erneut nicht, aber als du dir wütend die Hand hältst und mit deinem Schicksal haderst, siehst du in der Nähe eine weitere Computerkonsole stehen, die wahrscheinlich das Raumschiff öffnen wird. Danke. Dankeschön. Ja, dann gehen wir zu dieser Konsole. Wunderbar. Das gute Experte Dumpy geht auf den Computer zu. Ja, ich gehe auf die Konsole und haue auf die Konsole drauf. Mhm. Gut, die Konsole springt an und euch springen gut Schritte gemerkt, zum Dumpy, gut. Hochfahren des Raumschiffs entgegen. Nice. Imperiales Bootprotokoll für Raumschiff Twolight. Schritte 1 bis 9. Bitte geben Sie die korrekte Reihenfolge der Schritte an, um zu bestätigen, dass Sie zur Führung des Schiffs autorisiert sind. Die entsprechenden Schritte habe ich hier auf meinem Rechner bereits für euch vorbereitet. Ihr müsst nun also, wie es der Computer von euch verlangt, angeben, in welcher Reihenfolge sie ausgeführt werden. Damit wir das Ganze. Können wir das mal auf die großen Monitore legen? Geht das? Oder geht das? Ja, das ist geht. Schön. Geil. Drohungsdatenbank aktualisieren. Neue System-Updates herunterladen. Rückkehrrouten auf neue Störungen prüfen. Imperiumscodes laden. Bestätigen. Letzte Treibstoffreserve. Also, dann fangen wir doch an mit Bedrohungsdaten. Okay, warte. Nee. Das sind 9 Stück. Das sind die 9 Teile, Leute. Richtig. Das erste ist doch Phantom Menace. Dunkle Bedrohung. Dunkle Bedrohung. Ah. Mm. Oh, das ging schon, ja. Mhm. Dann kommt. Ey! Ey! Wir mussten es uns merken. Sie arbeiten hier aber mit unfairen Mitteln, das Imperium. Da ist es. Okay, also wir haben. Aber wie sind die deutschen Titel? Bedrohung. Dunkle Starten Bedrohung. Angriff dann der Klonkrieger. Moment, dann. Rückkehr der Sith. Warte, wo bist du? Nee, nicht Rückkehr der Sith. Nee, Angriff der Klonkrieger. Ja, oh Gott, die Revenge, wie heißt der auf Deutsch? Rache des Sith-Protokoll. Nee, Rache des Nee, Sith. Nee. Sith gibt's nur in also, einem. Also, Bedrohung, Angriff, Sith. Ja. Mhm. Letzte. Neue. Neue System-Updates. Neue, stimmt. Imperiums-Codes. Rückkehrrouten. Rückkehr. Dann kommt Erwachen der Macht. Also Erwachen-Empfehlungen. Dann kommt letzte Treibstoffreserven. Und als letztes kommt Aufstieg. Crappy Mac Crappinson of the crappest of all times. Ja. Aufstieg. Auf Skywalker. Aufstieg. Der Jedis und vorbereiten und Türen öffnen. Und dann haben wir das Rätsel gelöst, weil wir nämlich super sind. Das stimmt. Es ist richtig. Das sind die Schritte. In dieser Reihenfolge müssen sie vollbracht werden. Wir können es uns auch hier noch mal kurz anschauen. Ihr habt es in die völlig richtige Reihenfolge gebracht. Angriffscomputer, SIF-Protokoll, neue System-Updates, Imperiumscodes und so weiter und so fort. Und damit ist das Schiff für den Abflug bereit. Die Tür öffnet sich. Sehr gut. Die Laderampe der Twolight steht euch offen. Ihr könnt an Bord des Schiffes gehen. Doch, es donnert noch hinter euch ohrenbetäubend. Die große Tür in den ovalen Raum ist zugefallen. Ein Klicken aus den Tiefen des Raumverschlusses sagt euch auch, so schnell wird sich das wohl nicht mehr ändern. Ihr habt da ein ganz mieses Gefühl. Und in dem Moment beginnt auch noch, wenn auch ein bisschen abgeschwächt, ein Alarm auf dem Todesstern zu schellen. Oh nee, Leute. Also, es wird höchste Eisenbahn. Ja, aber jetzt haben sie uns. Geh doch jetzt schnell auf das Schiff, oder nicht? Ich fürchte, wir sind einer zu viel. Lass uns mal kurz hinstellen und gucken. Wer ist der Größte von uns? Ganz kurz. Einmal hin.
Okay. Ein guter Versuch. Okay. Also, aber was ist denn, ganz kurz, was ist denn jetzt das Problem? Das ist ja nur ein bisschen laut, aber. Nee, es ist nur, ihr müsst aufs Schiff. Also, ja, wir sind doch schon auf dem Schiff. Was denkst du denn, dass ja, das Schiff? Moment mal! Ich dachte, ihr wollt vielleicht wissen, wenn ihr gedeckt worden seid. Wieso? Wir verpissen uns doch jetzt. Yes. Ja, wunderbar, dann mal ab aufs Schiff. Das ist doch Standard, dass man in Star Wars wegfliegt, während auf einem geballert wird. Gut, okay. B, es gibt immer Gedächtnisstrahl. Ganz casual kommt ihr an Bord des Schiffs. Genau. Standardmäßig ist alles ein bisschen stressig so, aber easy. Ja, wir rennen ins Schiff. Ihr holt die Fußnagelschere raus. Es ist ja so gut wie alles geschafft. Toll, toll, toll. So, das Abflugprotokoll startet. Das Schiff will in die Lüfte. Aber. Aber. Jesus Christ. Ihr übergebt dem Computer sämtliche Informationen und es geht langsam los. Ihr gewinnt an Höhe. Die kleinen Flügel fahren sich aus, wie vorhin beschrieben. Eine Warnung blinkt im Cockpit. Traktorstrahl entdeckt. Oh nö. Und im selben Augenblick stellt es euch allen die Haare im Nacken. Wegen Magnetismus. Als ihr an der Anzeige vorbei einen Blick aus dem Cockpit werft, seht ihr eine in Schwarz gewandelte, ungewöhnlich große Gestalt in den Hangarraum unter euch schreiten. Eine rote Waffe glänzt an ihrer rechten Seite. Ihr behelmtes Gesicht starrt euch hinterher. Dieser Mann verkörpert den puren Schrecken in diesem Moment für euch. Ihr könnt, nicht alle von euch haben ein Bild von ihm schon vorher gesehen, aber ihr wisst, dass wenn dieser Mensch auftaucht und die Traktorstrahlen halten euch am Boden, ist das kein gutes Zeichen, trotz der vielen Meter Distanz. Das ist Voldemort. Ihr spürt eine Zorn, aber auch eine Verwunderung von diesem Wesen ausgehend. Direkt einen Arm nach oben, greift nach euch und dann mit dem Gedanken, dieser Kreatur gleich entgegenzustehlen, eieiei. Und dann dreht sich die Twolight plötzlich und rast unglaublicherweise aus dem Hangar heraus. Der Traktorstahl scheint keine Energie zu haben. Wie auch immer es sein kann, ihr werft einen letzten Blick zurück, die Kreatur in Schwarz starrt euch fassungslos hinterher und dann reißt der Blickkontakt ab, der Deflektorschild mimt die Außenwand des Todessterns. Ihr habt es doch tatsächlich geschafft, vom Todesstern zu fliehen. Oder doch nicht? Ein Rütteln im Schiff. Einer der Schiffscomputer fängt unerklärlicherweise plötzlich an, verrückt zu spielen. Es rattert und zattert. Stampi, bleib ruhig. Und das Ding gibt den Geist auf. Ein letzter Trick scheint dieser Tag doch noch für euch bereit zu halten. Oh Gott. Der Navigationscomputer meldet sich bei euch. Er konnte die Berechnung des Kurses nicht abschließen. Ihr müsst die Rechnung manuell beenden. Oh Gott. Oh mein Gott. Mathe. Oh nein, nicht Mathe. Lord nicht schon Mathe. Wieder. Darth dafür braucht man Mathe. Keine Helme. Ach, come on. Okay. Ist klar. Euch werden sogar Arbeitsblätter ausgeteilt. Wow. Nein. Oh, ich hab hier noch das, ja. Was? Das genau. Hab ich seit Jahren nicht gemacht. Vielleicht für die Zuschauer ganz kurz, das ist die Aufgabe. Ja, ja, sie kommt jetzt auch hier auf euch zu. Ich wollte nur sagen, das ist aber jetzt ein Scherz. Das ist kein Scherz und das schafft ihr. Nee. Doch, natürlich. Nee. Was? Komm, da gehe ich jetzt nach Hause, aber ich kann nicht drauf. Hilft euch vielleicht ja auch. Ich mach doch jetzt hier nicht. Komm, wie soll man das denn lösen? Bist du bescheuert? Dafür habe ich. Das schaffst du. Stunde. Das schaff ich nicht. Doch. Guck mal, fang doch bei Q an. Okay, wir fangen bei Q an. Ja. Wie bei. Wo ist denn Q ist unten? Das sind ganz viele Qs. AB-Analyse, Faktor Q. Faktor? Zahl, also du willst Q herausfinden. AB-Analyse. Ja, okay, wir wollen Q herausfinden. So, also, Q ist 2. Plus 2 sind 4. Und dann 2 durch 2 ist 1. Q ist 1. Was? Ist 2. 2? 2 plus 2? Durch. 4 durch 2? Die Wurzel von 4 ist 2. Plus die Wurzel von 4 ist 2. Ja, okay. Ist 4. Ja. Geteilt durch 2. 2. Ja, ist 2. So, dann Y. Q ist 2. Sag mal. Okay, das. Was soll denn jetzt. Dir fehlt noch. Für Y fehlt dir noch N, Florentin. Achso. Ihr macht bei N weiter, würde ich vorschlagen. N ist gleich F mal 2. Was ist denn F? Ein halb F mal 2 durch F. Was ist denn F? Eine Variable. Okay, also erstmal ist da hinten ja Wurzel aus. Q ist ja dann Wurzel aus 2.
Ja, was ist denn die Wurzel aus 2? Okay, das plötzlich sich raus. Ach, leck mich doch mal. Das ist, Wurzel, weißt du, Moment. Ich wollte dir, warte mal, warte. Ich wollte dich echt loben. Oh. Aber du kannst nicht, das, was, das, weißt du, wie sehr das Anxiety-Attacks bei mir auslöst? So, das ist einfach 1. Was ist denn die Wurzel aus 2? 1 mal Wurzel Q, aber Wurzel Q ist natürlich nicht leicht. Ja, 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 da habe ich Mist gebaut. Wieder mal. Deswegen gut, dass du mich nicht gelobt hast, da fehlt das Quadrat. Q-Quadrat. Q-Quadrat? Okay, also. Man kann ein Quadrat in der Wurzel haben. 2 mal 2. Das hab ich ja nie gemacht. Naja. Also Q-Quadrat statt Wurzel. Ich bin bei dir, ich bin auch etwas. Oder Wurzel Q-Quadrat. Wurzel Q-Quadrat. Wurzel Q-Quadrat. Das heißt, Q-Quadrat ist ja 4 ist wieder 2. Genau, ist wieder 2. Siehst du, so schwer. Also 1 mal 2, dann ist N auch 2. Kriegen wir hin. Ja, aber ein halb mal F, was ist denn F? Ja, das ist doch egal. Guck mal, wenn du ein halb F mal 2 ist F und F durch F ist 1. Egal, was. Nee, F wird doch dann weggestrichen, oder? Genau, ja, eben. Halb mal. F durch F ist ja egal, was F ist, immer 1. Aber warte, eins, wenn ja, was in der Klammer ist und mal genommen wird außerhalb der Klammer, dann ist das doch sowas anderes. Nein, so. Also du hast ein halbes F mal 2. Nee, wirklich. Das wird 1. Ihr habt das schon F fast. F durch F. Dann Y. 1. Ist minus 18. 1 mal 2. N ist 2, oder? Also ihr habt. Florentin, ist N 2? N ist auch 2. Ja, ne? Q ist 2, genau. N ist 2. Ja. So, ist jetzt erstmal. Warum ist da jetzt ein großes Q? Steht für Fakultät. In diesem Fall. Fakultät. Kennst du? Nein. N hoch. Da frage ich mal den Chat, ob sie das kennen. Natürlich doch, kennt das ist Chat. Das kennt man schon. Ja, das kennt das natürlich. 2. Haben wir eine Laserwaffe an? Was ist das? Das ist 1 plus 2. Oder 1 mal 2. Weiß ich auch nicht hundertprozentig. Aber halt so immer 1 plus 2 plus 3 plus 4. Nein, das ist N. Von 4. Das ist N Ausrufezeichen. Ja, kann auch sein, dass es mal ist. Ob, das weiß ich mal nicht, ob mal oder plus. Okay, das war. Aber wir haben auf jeden Fall ihr habt, minus 8. Ihr habt schon mal Q, habt ihr schon richtig auf jeden Fall. Wo seht ihr diese Fakultät? Das bei, ist Q Ausrufezeichen. Dann ist gleich. Aber das weiß ich auch nicht. Ach so. Okay, also. Also, wir haben minus 9. Mal 3, mal 3. Mhm. Plus. 27 mal 3. Ist 4 plus 3 plus 2 plus 81. Es ist exakt wie in den Mathe-Klausuren. Ich heule. Aber es ist doch. Und um mich rumschreiben alle Leute. Genau, also. Q ist doch nur 2. Es ist der also 1 plus 2. Ja, ich schreibe auch nichts. 1 ist doch 81 durch 0. Ich bin selber verwirrt, es tut mir leid. Stimmt, ja, klar. Ja. Oh, ja, nehmt klar. Mal bitte. Entschuldigung, nehmt mal. Ich hab mich selbst verwirrt, offensichtlich. Nehmt mal für Q 4. Q ist 4. Q gleich 4. Kleines Q? Kleines Q gleich 4. Hä? Hey, Q muss ist... Ja alles ist von vorne nehmt machen. Es jetzt bitte einfach. Q okay, ist Q gleich 4. 4. Aber N ist gleich 2, ne? Ja, da genau. N gleich 2 habt ihr schon richtig und Q ist gleich 4. Und Fakultät ist mal oder plus? Ich weiß nicht. Fakultät ist alle Zahlen darunter plus die Zahlen. Also 4 plus 3 plus 2 plus 1. Okay. Also das ist 9 minus... Eddie, ich schreibe auch nichts. Wir können leider aber auf einem guten Weg. Wir können ja zusammen mit so einem Blaster auf die Matheaufgabe feuern. Das ist das unsympathischste Rätsel, das ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Ich kam drauf, als ich deine Mathe-Videos gesehen habe. Ich bin jetzt bei minus 9 plus Fakultät Q. So weit bist du auch, oder? Ja, und ja. Q ist 4. Also, die Klammer sollte 1 ergeben. Dann 1 minus 0,5. Nein, mal minus 0,5. Und das ist. Ehrlich, die Regie. 0,5 mal 2. Also 1, also ist Y 0. Ich habe für Y 0. Mhm. Ich scheitere an der Fakultät gerade, aber ich. Das ist 1 plus 2 plus 3 plus 4, das ist 10. Okay. Und dann hast du minus 18 plus 9. Plus 9. Plus 10. Plus 10. Also 1. Ja. Und 1 minus 0,5 mal n, n ist 2, also 1, 1 minus 1, 0. Mhm. So. Ja. Dann x ist gleich y. Also 0. 0. Ja. Plus 4. N mal 2 Strich. Nee, mal 2 hoch 0. 2 hoch 0. Ach, das ist eine 0.
Was ist denn 2 hoch 0? Wieso kannst du denn jetzt plötzlich wieder folgen? Kann man was hoch 0 nehmen? Hä? Ich kann überhaupt nicht folgen. Ja. Ich lese nur da, was da steht. 1. War das nicht die Idee, dass es immer 1 ist? Nee, 2 hoch 0 ist immer minus 1. Nee, 1. Ich glaube, es ist 1. Guck, alle, irgendwas hoch 0 ist immer 1. Das war in einem deiner Videos. Also plus 2. Ja, bei Fakultät, Alter. Komm. 4, Fakultät kennen wir noch. Das heißt, wir haben 0 plus 4 mal 1, also 4. Also haben wir bis jetzt 4. 4 plus... Warum 4? Y ist 0. Genau. N ist 4. Nee, ach Quatsch, Entschuldigung. Plus 2, weil N mal 1 ist 2. Ja, und jetzt wird es aber haarig. Jetzt haben wir Q minus 1, also 3, die Wurzel von 3. Ja, da bin ich mir auch gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen haarig. Also wir haben jetzt eine 2 und dann kommt Plus und dann kommt der restliche Quatsch. Okay. Aber verrückt ist natürlich Wurzel von 3. Wir wären keine Freunde in der Schule gewesen. Wir drei wären keine Freunde. Ich wäre mit Walle. Ja, cool. Wir hätten cool. Wir hätten irgendwo geraucht. Ja, Florentin, wir hätten geraucht. Okay. Wir hätten Mathe. So unsympathisch. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie akribisch ihr das auch gerade versucht. Ja. So, das waren genau die Leute immer im Matheunterricht, die das so als persönliche Herausforderung. Oh, Herr Lehrer, ich werde es ganz schnell lösen. Ja. Während die andere Hälfte nach Hause kommen oder die andere Hälfte noch nicht mal weiß, worum es geht. Mit denen machen wir nichts das mehr. Das ist nicht inklusiv. Nee. Also, passt mal auf. Also Wurzel von Single? Ich weiß, ihr leidet. Und ihr leidet zu Unrecht, denn der Computer gibt euch hier fiese Zahlen. Ich habe... Ich will das jetzt noch zu Ende machen Ihr habt es eigentlich schon fast. Ich kürze es jetzt ab. Es ist nicht lösbar. Das hätte ich auch gesagt. Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Es ist nicht lösbar. Ich habe euch umsonst. Es tut mir leid, dass ich auch nicht mit den neuen Zahlen. Also hatten wir beide recht. Ja klar, es ist unmöglich. Es war eine, es war eine menschliche Herausforderung. Nicht lösbar. Also, der Computer springt wieder an. Ja! Computer. Der Computer springt wieder an. Er gibt euch als Kursrichtung 1024 raus. Er hat es doch noch geschafft. Mit letzter Kraft hat er es richtig berechnet. Und auf einmal zischt er los. Mit zitternden Fingern bestätigt ihr das Vorhaben, das Schiff des Imperiums, die grausame schwarze Gestalt, euer Todesurteil, all diese grässlichen Sachen. Könnt ihr sie jetzt endlich hinter euch lassen? Euer Schiff zieht sich in die Länge, das Firmament um euch dehnt sich aus. Es knallt, der Knall eures Endes. Nein, der Knall eures Hyperraumsprungs. Sterne ziehen an euch vorbei. Ihr habt es geschafft. Das Star Wars Quiz Adventure mit dem Titel Das Mausoleum Skywalkers. Schön. Jetzt machen alle Räume einen Sinn mit dem Namen. Ja. Cool. Also die Diskrepanz zwischen diesem Rätsel und dem Podrace, ne? Ja, es tut mir leid. Da muss für jeden auch was dabei sein. Ich möge die Mathematik mit euch sein. Oder weil ich hab Xylophon. Kinder-Xylophon. Das Rätsel fand ich gut. War hier Fakultät. Du hast die Macht genutzt gegen die Trainingsroboter. Stimmt. Ja, ja. Ui, Mann, oh Mann. Euch habe ich genutzt. Ja, Leute, das war's. Das war super. Es hat so viel Spaß gemacht, ich will weiterspielen. Ich könnte noch ein bisschen länger rechnen heute Abend. Ja, wir hatten uns gerechnet. Könnt ihr einfach euch zusammen und dann rechnet ihr noch ein bisschen. Nein, vielen, vielen Dank, Anton. Ja, danke euch fürs Mitspielen. Warum war das so wichtig, dass es taubengrün ist? Das ist, ist das Schlafzimmer von Padme und Anakin. Und das ist kanonisch taubengrün. Das ist allgemein Wissen von Star Wars. Die Sache ist, dieses Rätsel ist in Co-Produktion mit meiner geschätzten Freundin entstanden. Ich habe sie herbeigefragt, weil ich wissen wollte, wie beschreibe ich diesen Raum am besten, damit Leute im Chat oder ihr ihn wiedererkennen könnt. Und dann habe ich sie gefragt, welche Farbe ist es denn? Und dann kam aus der Pistole geschossen. Ja, taubengrün. Taubengrün. Und ich so, was ist taubengrün? Ja, das. Ja, okay, kann ich das irgendwie anders noch beschreiben? Ja, blau und lila oder grün Mischung. Ja, okay, dann schreibe ich doch das. Nee, da musst du, also das ist halt taubengrün. Das ist halt die Farbe. Diejenigen, die das wissen, Anton, werden nicht wissen, welchen Raum du meinst. Ja, Wahnsinn. Aber Moment mal, ich nagel sie drauf fest. Wenn sie mir diese eine grüne Taube zeigt, die diese Farbe hat, dann akzeptiere ich das. Wer weiß, ob sie traubengrün gesagt hat. Oh, das kann auch nicht sein. Nicht richtig verstanden. Aber ganz kurz, welches Schlafzimmer das In Coruscant, wo auch Anakin die Albträume hat. Ah, dann kenne ich jetzt den Farbton, ja klar. Ja, also Das ist der Brinker.
erstmal jetzt nochmal wirklich vielen Dank. Vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank an Regie, an Chat, an alle und an ein riesiges tolle Kulissen, an Laura, an Grafik, an einfach jeden, der hier dran mitgearbeitet hat. Und ein bisschen auch ein tut mir leid. Jetzt hör auf zu jammern. Sache mit dem Xylophon, ey. Also, ach, dumm. Das haben wir doch gut geschafft. Ja. Hör jetzt auf zu jammern. Okay, ich höre auf zu jammern. Es hat ansonsten sau viel Spaß gemacht, das zu schreiben, muss ich sagen, weil ich hatte eigentlich eine ganz andere Idee. Ihr solltet eigentlich ein Jedi-Training machen. Und dann lag ich nachts irgendwie noch im Bettchen und habe gedacht, boah, das Mausoleum Skywalkers, das ist ein geiler Titel. Und dann kam mir halt so jeder Raum Stück für Stück nahm Gestalt an. Hättet ihr euch in dem Raum mit den Gemälden noch was umgesehen, hättet ihr auch noch den Padawan-Zopf von Ahsoka und sowas finden können. Oh. Also der war noch vollgepackt mit Gedöns. Mhm. Ja, vielleicht ein andermal. Also, du hast das ganz toll gemacht, Antje. Die Hälfte der Beschreibung ist hier in den Chat für Antje, der schön, das hier sich ausgedacht hat und durchgeboxt hat und das ganz toll gemacht hat. Ja. Dankeschön. Danke an euch fürs Mitspielen und gerne. An alle, die mehr und noch mehr Lust auf sowas haben, hier gerne in den Rocket Beans Supporters Club kommen. Das ist der Grund, warum wir solche Sendungen hier machen können, warum wir so eine Kulisse kriegen für geile Mathematikrätsel, die alle ad absurdum führen. Das ist die Realität. Die Realität, die ihr ermöglicht. Vielen Dank und jetzt eine wunderschöne gute Nacht. Es hat viel Spaß gemacht. Für die nächsten Folgen gerne den Kanal abonnieren. Tschüss.